Disclaimer. Liebe ZuschauerInnen, dies ist eine inoffizielle Fanmade Pen and Paper Rollenspielrunde. Alle Beteiligten sind Laien und keine SchauspielerInnen. Die Geschichte wird fiktiv und absolut spontan, ohne festes Skript gespielt. Die Runde wird so gespielt, wie die SpielerInnen es gerne mögen. Diese Art, das jeweilige Spiel zu spielen und oder die Spielwelt zu erleben, kann von deinen Erfahrungen und Erinnerungen teils erheblich abweichen. Lass uns unsere Erlebnisse. Wir laden dich ein, sie mit uns neu zu erfahren. Solltest du Handlungsstränge erkennen, bitten wir dich, wenn es denn unbedingt sein muss, diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren. Beim Spiel kann es zu Thematisierung verschiedenster Ismen kommen. Sollte dich eine Thematik oder eine Verhaltensweise stören oder triggern, bitte achte auf dich selbst und spule vor, zurück, überspringe eine Folge oder schaue etwas anderes. Aber bitte, quäle dich nicht mit dem, was wir hier tun. Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen als auch für euch ZuschauerInnen zur Unterhaltung da sein. Auch und gerade bei Themen, die schwierig sein können, bitten wir dich absolut, zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen zu unterscheiden. Alles ist fiktiv, nur ein Spiel. Fühlt euch frei, Charaktere oder Plotlines zu mögen oder nicht zu mögen, aber übertragt diese Gefühle niemals auf SpielerInnen. Vielen Dank und nun viel Spaß mit der Runde. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute die Splitterdämmerung, daraus das Abenteuer Träume von Tod und daraus wiederum ein Prelude, nämlich wir lernen heute einen weiteren Spieler, einen neuen Charakter kennen, einen neuen Spieler lernen wir nicht kennen, weil der Kakko ist auf diesem Kanal schon wahnsinnig bekannt. Und hier ist er, der Kakko, der spielt uns Osko Gerdenthal. Ja, per Reine zum Gruße. Genau. Ja, wir werden heute Osko Gerdenthal kennenlernen, einen jungen per Reine Novizen. Und der Kakko hat sich schon hervorragend gebildet. Er hat sich nämlich das Vademekum geholt und fleißig gelesen in den letzten Wochen und sich Notizen gemacht, wie ihr gerade gesehen habt. Ja, und wir schauen uns heute an, wie Osko in die Rabenmark gekommen ist, was er da zu suchen hat, was er da macht und wo er so herkommt und schauen uns eine Szene aus seinem Leben an, die ihn vielleicht etwas geprägt hat und zu dem gemacht hat, wie Osko dann beim Start der Kampagne ist. Ja, als Erklärung nochmal vorneweg, wir spielen DSA, wir spielen in Aventurien, und ich habe die letzten Streams immer gesagt, wir spielen aber nicht mit DSA-Regeln. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil wir spielen
jetzt offiziell nach DSA-Regeln, seit es dieses Buch gibt. Das ist die Aventurische Meisterschaft. Und in der Aventurischen Meisterschaft gibt es Regeln für das erzählerische Spielen mit Inra-Karten. Das ist quasi genau das, was wir hier machen, außer dass wir keine Inra-Karten dafür verwenden, sondern eigens kreierte Karten. Aber das Prinzip ist genau das gleiche. Also kann ich nicht mehr sagen, wir spielen eigentlich gar kein DSA. Kann ich euch übrigens nur empfehlen. Ich wollte es mir am Anfang nicht kaufen, weil ich dachte, so irgendwie für Meister oder so, da brauche ich nicht. Aber da sind echt coole Sachen drin. Eben wie diese Inra-Karten-Sache und auch irgendwie Regeln für, wenn ihr die 3W20 nicht mögt, wenn man nur einen D20 rollt oder alles mögliche andere. Also das ist echt ein gutes Buch geworden. Wer auch immer das geschrieben hat, ich weiß es gerade nicht auswendig, Hut ab. Gefällt mir richtig gut. Ja. Und deswegen, wenn ihr Erklärungen wollt, wie das ganze Spielsystem funktioniert, und ihr schaut das später auf YouTube, hinterlasst einfach mal einen Kommentar auf jeden Fall. Und in der Videobeschreibung habe ich auch nochmal einen Link hingemacht, denn eigentlich kommt die Idee, mit Karten zu spielen, aus dem Rollenspiel Chroniken der Engel. Und da ist eine kurze Regelbeschreibung, gibt es im Internet zu finden, die habe ich euch verlinkt. Und habe euch auch nochmal die Seitennummer genannt, dann zur Aventurischen Meisterschaft, wo ihr da die Regeln für die Inra-Karten findet. Okay, nur so, falls ihr das nachmachen wollt. Wir spielen ja heute Osko Gerdental und lernen ihn heute ein bisschen kennen. Und dafür begeben wir uns in die Rabenmark, in der auch die Kampagne spielt. Falls ihr die Kampagne übrigens kennt, ich habe sehr, sehr viel abgeändert, vor allen Dingen der Anfang, aber das werdet ihr dann sehr schnell auch mitbekommen. Ich zeige euch aber nochmal den kleinen Landstrich, in dem das Ganze spielt. Hier seht ihr meinen Mauszeiger. Hier ungefähr, das ist der östliche Teil der Rabenmark. Und hier irgendwo ist eine Feste, der sogenannte Todeswall. Um den wird es sehr viel gehen. Und der Osten der Rabenmark, also dieser Teil hier mit der Hauptstadt, mehr oder weniger Altzoll, ist im Jahr 1037, in der sich die Kampagne abspielt, unter der Herrschaft des Nekromantenrats, ehemals des vom untoten Drachen Razazor. Aber der ist leider, naja, das heißt leider, aber er ist dann endgültig gestorben in letzterer Vergangenheit Aventuriens. Und der Nekromantenrat, ein Rat aus nicht unbedingt Nekromanten, sondern aus Stadtherrschern, die Nekromantie dulden, die beherrschen dieses Land und sind natürlich immer noch Anhänger von Borbarat, der diesen Landstrich irgendwann mal erobert hat. Und die Westrabenmark auf der westlichen Seite des Todeswalls geht nämlich die Rabenmark weiter. Die ist immer noch im Besitz quasi des Mittelreichs. Ganz normal, die Mittelländer regieren dort unter der Kaiserfamilie und es ist so, habe ich beim letzten Prelude auch schon gesagt, es ist für mich so ein bisschen Ost- und Westdeutschland-Feeling, was da ein bisschen aufkommt, zumindest beim Lesen der Quellen habe ich das so ein bisschen irgendwie gehabt und ich fand es ganz interessant, mit diesem Gedanken im Hintergrund die Kampagne vielleicht auch ein bisschen aufzuziehen und mal schauen. Aber Osko Gerdental kommt eigentlich aus dem Westen. Also kommt nicht gebürtig aus der Ostrabenmark. Und die bisherigen vorgestellten Charaktere, die Mora und die Ilena, die waren ja beide, also Mora in der Ostrabenmark, wirklich beheimatet. Und Ilena ja aus Kürkum, die das noch weiter im Osten ist. Und Osko aber kommt gar nicht aus der Rabenmark, sondern wo kommt Osko gebürtig her? Hast du dir das schon überlegt?
Osko kommt, also ist gar nicht mal so weit weg, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Meine DSA-Kenntnisse sind ja noch etwas frisch. Ich komme aus Werheim, also da wurde er zumindest dann, ja, also da komme ich halt gebürtig her, könnte man quasi sagen. Ja, das ist nicht weit weg. Und Werheim auch ein Schauplatz von in der jüngsten Vergangenheit von fiesen Schlachten und Auseinandersetzungen mit den Borbaradianern und den also mit Borbarad natürlich und mit dem bösen Magier Galotta und auch Razazor. Ja, und vielleicht hat das auch ein bisschen die Historie von Osko geprägt. Also zumindest wird er es als Kind mitbekommen haben, die Belagerung Werheims und die Truppen und so weiter. Aber irgendwann hat sich, was heißt irgendwann, Osko hat sich früh entschieden oder wurde die Entscheidung abgenommen, zum Perrine-Orden einzutreten. Wie ist das vonstatten gegangen? Ja, Osko wurde als Baby einem gewissen Ralmir vor die oder auf die Türschwelle gelegt, ja, ein paar Tüchern quasi eingewickelt. Und dieser Ralmir Gerdenthal ist ja ein ja, Perrine-Gläubiger, und zwar ein ja, Geweihter tatsächlich, der schon einige Jährchen auf dem Buckel hat. Und tatsächlich erst einige, ja, so ein grobes Jahrzehnt circa erst in Werheim lebte. Wahrscheinlich auch aufgrund der verschiedenen Konflikte dorthin gekommen ist. Und der hat mich aufgenommen. Und ja, so ungefähr mit dem, ich glaube, mit dem 10. Lebensjahr müsste es dann sein. Also ich bin natürlich bei ihm aufgewachsen, habe ich dann natürlich auch aus eigenem Willen heraus, aber natürlich auch aufgrund der Erziehung Ralmirs mich dann dazu entschieden, auch diesen Weg dann zu gehen. Also es war meine freie Entscheidung, und genau den Weg bin ich dann auch ja, mit ihm zusammen dann auch gegangen. Erst einmal einige Zeit. Wir werden nicht die gesamte Historie von Osko jetzt heute thematisieren können. Inzwischen ist Osko in der Ostrabenmark im kleinen Dörfchen Neu-Ogrenwacht angekommen. Und ja, was er da macht, werden wir wohl gleich erfahren. Okay, schauen wir mal nach, was Osko da so macht. Denn Osko Gerdenthal sitzt 1037 nach Bosporans Fall in einem kleinen Krämerladen. Aber vielleicht ist es gar nicht ein wirklicher, also die Bewohner des Dorfes schätzen diesen Laden als mehr als einen Krämerladen. Denn er ist Treffpunkt. Man bekommt hier nicht nur seine alltäglichen, ja, Lebensmittel, die man sich nicht selber anbauen kann, oder ja, Bedarf für den Alltag, sondern ja, am Abend, wenn ja, beginnt dunkel zu werden, treffen sich diejenigen, die ein gutes Feierabend Bier trinken möchten oder ein Feierabendwein, einfach die ein bisschen verköstigt werden wollen und sich spielend unterhalten wollen, ein kleines Brettspiel spielen wollen oder Karten oder Würfel oder die ja sonst in eine Schenke gehen würden, die es in Neu-Ogrenwacht nicht mehr gibt, die treffen sich alle bei Osko in dem Krämerladen oder vor dem Krämerladen, denn Oskos Krämerladen hat ein kleines Vordach, unter dem einige Tische aufgestellt sind, wo die Leute spielen und trinken und essen können. Osko ist nämlich ein ja leidenschaftlicher Bewirter, würde ich ihn jetzt mal nennen. Er hat gerne Leute zu Gast und er schenkt gerne aus, er sieht Leute gerne lachen und hört aufmerksam zu, wenn sie Geschichten erzählen, wenn sie von der Arbeit erzählen. Osko ist jemand, bei dem man auch gerne isst. Also in beiden Ist-Formen im Deutschen. Osko kann nämlich auch sehr gut kochen.
Und es ist noch gar nicht so lange her, dass Osko diesen kleinen Laden hat. Osko ist noch jung, er ist inzwischen 22 Götterläufe alt. Und es ist eigentlich ungewöhnlich, dass ein so junger Mann ein Geschäft hat. Aber hier in Neu-Ogrinwacht ist nichts so, wie es irgendwo anders ist. Das Dorf inzwischen, es war mal eine Stadt, ist gezeichnet davon, dass immer mehr Einwohner wegziehen oder versterben. Das wird immer kleiner und kleiner. Aber das, was bleibt, sind jetzt zum Beispiel dieser Krämerladen. Und viele haben sich vor einiger Zeit Sorgen gemacht, denn der frühere Wirt, nenne ich ihn jetzt mal, des Ladens, der frühere Betreiber des Ladens, ist an einer fürchterlichen Fieber gestorben und hat Osko den Laden übertragen. In seinem letzten Willen festgesetzt, dass Osko den Laden bekommen soll. Wie genau Osko zu dem Mann stand, das weiß man nur durch Gerüchte. Osko ist irgendwann aufgetaucht und war bei diesem Krämer. Und die beiden haben sich gut verstanden. Osko konnte gut kochen, Osko konnte gut verkaufen und hat vorleißig mitgeholfen. Und so hat es sich wohl so entwickelt. Und keiner fragt groß danach, was denn Osko da macht. Hier in der Ostrabenmark ist sich aber auch niemand bewusst, was Osko wirklich ist. Nämlich Osko ist ein Gläubiger der Zwölfe. Ein gläubiger Mensch, ein reine Novize. Allerdings nicht völlig ausgebildet. Deswegen ja noch Novize und hat schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zur Pareine-Kirche gehabt. Er hat seit Jahren seinen Glauben verstecken müssen. Nicht mehr öffentlich praktiziert und hat auch keinen Lehrmeister mehr. Meister Ralmir, von dem eben im Vorgespräch schon die Rede war. Der alte Meister, der Osko als Findelkind zu sich genommen hat und ausgebildet hat. Und so sitzt Osko nun hinter dem Tresen, sortiert die Tageseinnahmen aus der Kasse in einen Beutel und schaut aus dem kleinen, etwas milchigen Fenster nach draußen zu den Menschen, die dort unter dieser Überdachung sitzen, und sich zuprosten und lachen, was ein Lachen ist, was nicht oft vorkommt. Meistens sind die Menschen mürrisch, aber am heutigen Tag hat es Osko mit ein paar Witzen geschafft und ein paar lustigen Geschichten, die Leute zum Lachen zu bringen. Und so kam es zu einer Runde nach der anderen und Osko hat die letzte Runde dann auch noch ausgegeben. Und so ist die gute Stimmung da draußen irgendwie herzerwärmt. Und Osko hat vielleicht seit ein paar Tagen nicht mehr daran gedacht, was sich im Keller seines Ladens befindet. Hat nicht mehr dran denken müssen, weil die Treffen nicht stattgefunden hatten. Vielleicht verdrängt er es ein bisschen. Aber jetzt ist es, als ob diese Kellerluke, als ob dort jemand von unten pocht, obwohl es nicht wirklich so der Fall ist. Oskos Blick wandert vom Geldbeutel hinüber zur Kellerluke. Und er weiß, dort unten befindet sich das Einzige, was er gerettet hat aus dem Westen. Das Einzige, was er mitgenommen hat von seinem Meister, der nicht mehr ist. Das Einzige, was ihn noch am Glauben der Zwölfe festhalten lässt, hier in der Ostrabenmark, wo die Zwölfe verflucht sind. Was ist das, was dort unten anscheinend gegen diese Luke pocht? Ja, Osko bindet den Beutel zu, den Lederriemen einmal umherum,
verschließt ihn gut und verstaut ihn erstmal. Blickt noch einen Moment auf die Luke und schaut, dass ihn niemand dabei sieht und öffnet sie und geht nach unten. Und dort auf einem kleinen Schemel liegt ein nicht sehr großes, in Leder gebundenes Buch. Wirkt von außen sehr abgegriffen. Man hat deutliche Gebrauchsspuren, kleine Pergamentstreifen, Luken an den Seiten heraus. Und ich denke mal, vorne an der Front erkennt man das Zeichen eines Storches, der die Flügel auseinanderspreizt, zum Flug gen Himmel gerichtet, mit zwei Weizenähren, die aneinander abgehen. Das Zeichen der Pereine. Und ich gehe auf dieses Buch zu, bleibe einen kurzen Moment davor stehen und mir kommt ein Kloß in den Hals und schließe kurz die Augen und greife dann danach. In diesem Augenblick bewegt sich Oskos Geist und sein Denken zurück in der Zeit. Die so bekannte Berührung dieses Buches, was der Anker ist zu seinem alten Leben, spricht sich Bahn und führt Osko zurück 8 Jahre früher. Eine schwierige Zeit, eine kriegerische Zeit. Keine Zeit für Frieden, keine Zeit für jemanden, der nicht kämpfen will, der nicht Teil der Armee sein will, kann oder muss. Immer wieder wird Osko von den Älteren, von den Söldnern, von den Soldaten gefragt: Warum nicht? Warum kommst du nicht und hilfst? Und jedes Mal stellt sich der alte Meister mit dem langen Bart, Rahlmir, schützend vor den jungen Osko und sagt: Sein Dienst ist nicht an der Front. Wer flickt euch zusammen, wenn ihr wiederkehrt mit dem Schwertwunde in der Brust? Und so sind die Auseinandersetzungen, das Wegschubsen, das Unterdrücken, das Lachen über euch schneller verstummt, als man eigentlich denken konnte. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Osko zurückgestupst wird, herumgeschubst wird von den anderen Gleichaltrigen, die beächtlich auf den Werdegang im Tempel der Pereine, da wo nur die Säufer und Fresser, die Dicken, die Nichtsnutze herumlungern. Oder die, die Fahnenflucht betreiben wollen und zu feige dafür sind und deswegen Schutz unter dem Orden der Pereine suchen. Oder ein Ort für die Frauen. Weiberrock hat man dich genannt. Und es ist dieser Griff an das Buch. Erinnert dich an diese eine Szene, in der du das Buch schützend über deinen Kopf hältst, als der Söldnerling, der junge auszubildende Sapeur, mit seiner Faust nach dir schlägt und geh auf das Buch eindrischt, ehe sich Rahlmir schützend vor dich stellt. Rahlmir, der Alte, man weiß nicht, wie alt er ist, aber seinem Gesicht sieht man an, dass er einige Götterläufe gesehen hat. Und dennoch ist sein Körper stark, von Muskeln gestählt, von der Arbeit auf dem Feld. Und allein wie er steht und ruhig spricht, schafft er es, jedem noch so aufbrausenden und betrunkenen Jüngling aus der Armee Respekt einzuflößen. Etwas, was Osko bestimmt an ihm zutiefst bewundert. Und so stellt sich Rahlmir zwischen euch und scheucht den Angreifer davon. Lässt Osko mit dem Buch alleine im Hinterzimmer der Taverne, in der ihr seid. Danke, Meister. Ich betrachte den Einband meines Buches
oder beschädigt ist. Osko? Ja, Meister? Du hast mich Meister genannt und wolltest einen Satz beginnen. Verzeiht, ich bin irgendwie nicht ganz... Ich habe die Worte vergessen, die ich sprechen wollte. Verzeiht. Welche Seite hatte ich denn noch aufgeschlagen? Es ist gut, dass du so viel in dem Buch liest. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich finde nur nicht immer die richtigen Verse, Meister. Wo war nochmal der Jahres... Nein, das Bekenntnis ist dort, ja. Tut mir leid, irgendwie bin ich bei Sinn. Lass dich nicht einschüchtern von den anderen. Du machst das Richtige. Du bist im Dienst Perrines. Ja. Manchmal fühlt es sich komisch an, wenn man doch eigentlich nur das Beste für sie möchte, aber sie einem mit Spott und Hohn entgegenkommen. Ich weiß. Aber es wird die Zeit geben, da liegen sie vor dir. Und dann musst du alles für sie tun. Ich erinnere mich, ja. Jedes Mal, wenn so ein armer Tropf vor mir liegt, dann erkennt er das immer. Viele der Menschen denken nicht weiter als bis zu ihrem eigenen Schlagarm. Wir jedoch, wir haben die Einsicht der Zwölfe. Wir denken weiter. Ja. Halt dich gut fest an dem Buch und dem, was da drin steht. Hast du die Heiligen schon drauf? Weißt du so schon? Ich war gerade bei dem Kapitel vom Heiligen Terbun. Ich muss es erstmal wieder suchen. Es ist so viel. Osko. Da. Terbun von Malkit. Ich hab ihn wieder. Ich hab ihn wieder, ja. Sehr gut. Osko, sehr gut. Aber jetzt leg das Buch beiseite. Ja. Talbun muss etwas warten. Du kannst später wieder von ihm lesen. Ich muss ein ernstes Wort mit dir reden. Ist etwas vorgefallen? Nein, nichts Schlimmes. Okay. Dann ist gut. Aber du bist nun in einem Alter, in dem wir entscheiden müssen, wie es weitergeht. Okay, ich verstehe, ja. Es ist meine Pflicht als dein Meister, dich nun der Herrin entgegenzubringen und dir den rechten Weg zu zeigen. Und ich denke, ich habe bis jetzt gute Arbeit geleistet, ohne mich selbst beweihräuchern zu wollen. Osko wird etwas rot. Danke, ja. Das habt ihr. Du bist ein guter Junge, Osko. Immer gewesen. Und du bist wie ein Sohn für mich, den ich nie hatte. Ich weiß. Aber so schwer es mir fällt, ich habe mich heute Nachmittag mit einigen anderen Geweihten getroffen. Und ich habe entschieden, von hier fortzugehen. Hier fortzugehen? Wohin? Ja. In den Osten. Nach Osten? Wohin genau? Ins Kriegsgebiet, Osko. Ich schaue etwas verblüfft nach links und rechts. Hinter den Wall. Noch weiter. Ins Herz der Schwarzen Lande. Osko sagt ein wenig nach hinten in seinem Stuhl. Okay, das verblüfft mich etwas. Ich möchte dir nicht aufhalsen, dass du mitkommen musst. Was für eine Frage. Wenn ihr da hingeht, werde ich auch mitgehen. Überlege dir gut, was du tun möchtest. Es ist
ein ganz gefährliches Unterfangen. Dort werden die jungen Männer nicht nach dir schlagen mit der Faust, weil sie dich beleidigen wollen, sondern weil sie dir nach dem Leben trachten. Ich verstehe. Ihr hattet schon mal darüber erzählt. Aber mein Entschluss bleibt. Dort, wo ihr hingeht, werde ich auch hingehen. Er lächelt. Ein breites, sanftes Lächeln. Spielt sich durch seinen langen Bart und sagt: Osko, was sagt dir der Heilige Orden der drei guten Schwestern? Wartet einen Moment. Osko schließt die Augen, kneift zusammen und denkt und kramt in den verschiedenen Schubladen seines Gedächtnisses. Ihr hattet davon schon mal erzählt. Es ist der Orden der drei Schwestern zum Felde. Perrine, Zart, Travia. Richtig? Richtig. Aber was? Man hat mich gefragt, ob ich als Vertreter Perrines ein Unterfangen des Ordens mittragen kann. Schwester Alrike, hast du kennengelernt gestern Abend? Ja, ich erinnere mich. Sie ist Mitglied des Ordens. Und sie hat mich gefragt, ob ich sie begleite. Und ihr habt zugestimmt. Ja, wir treffen uns in 2 Tagen mit Vertretern der Zar und der Travia und reisen dann gen Osten über die Schwarze Sichel. Okay. Wir werden versuchen, im Osten, in den Kriegslanden, all das Leid, was Borbarat über die Menschen gebracht hat, zu lindern und den Hoffnungsschimmer in den Herzen der Menschen wieder zu entfachen. Denn wenn irgendein Mensch oder irgendjemand eine so tiefe Wunde in den Frieden der Menschheit schlägt, ist das nicht im Sinne der Zwölfe. Und überall in meinen Träumen höre ich sie rufen, diese Verzweifelten, die nach der Herrin rufen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, Osko. Nicht direkt, ich schlafe seit einigen Nächten schlechter. Aber jetzt, wo ihr das sagt, ich hatte jedes Mal, wenn ich erwachte, hatte ich im Sinn, dass irgendjemand geschrien hätte, gerufen hätte. Aber ich habe das als Teil des Traums wahrgenommen. Vergesse manchmal, wie weit du schon bist. Ich sehe in dir immer noch den kleinen Jungen, dem ich das Laufen beibringen musste. Ja, das hat er bereits oft erwähnt. Der toucht dir so über den Kopf, wuschelt dir durch die langen roten Haare. Ja, ich bin auf 2 Schritt 4-mal hingefallen, jedes Mal, ich erinnere mich. 2 Schritte zurück, 3 Schritte vorwärts. Ja. Das habt ihr schon immer so gesagt. Wir werden also dort drüben auf Menschen treffen, die verzweifelt sind. Und wir werden ihnen zeigen, was Perrines Macht bedeutet. Wir werden heilen. Wir werden Krankheiten ausmerzen. Und vor allen Dingen werden wir versuchen, das Leben der Menschen dort wieder
zu einer Normalität zu bringen. Wir zeigen ihnen, wie man Äcker anlegt und wie man sie fruchtbar gestaltet. Zeigt ihnen, welche Kräuter gut sind, welche nicht. Welche Pflanzen man anbauen muss und wie man sie anbauen muss, damit man sich versorgen kann. Du hast ja gestern noch die Sinsen Samen gekauft und hast dich so gewundert, warum wir so viel davon kaufen, jetzt weißt du's. Wo ich sag, ja. Ich schaue nach unten an so einem kleinen Beutel, den ich noch auf meinen Schoß gelegt habe, der tatsächlich prallvoll ist mit verschiedensten Samen. Jetzt ergibt das alles Sinn, ja. Nun. Ich kann dich nicht zwingen, mitzukommen. Und ich habe dir, glaube ich, deutlich gemacht, was es für eine Aufgabe wird. Alleine die schwarze Sichel zu überqueren in diesen Zeiten ist... Nun, ich glaube, die Jünglinge, die dich eben bedrängt haben, hätten nicht den Schneid, das zu tun. Die schlagen sowieso nur auf Leute, die kleiner sind. Sie werden Leute schlagen müssen, die weit größer sind als sie. Und wir beten darum, dass sie den Mut dazu aufbringen, das zu tun. Schau nach oben. Ich hoffe es, ja. Aber meine... Oskar schüttelt auch mit dem Kopf. Meine Entscheidung bleibt. Dort, wo ihr hingeht, werde ich auch hingehen. Du kannst auch hier bleiben und Bruder Prajodan bitten, dein Meister zu werden. Meister das Bruder wird nicht lange dauern. Ein halbes, ein dreiviertel Jahr, dann bist du fertig. Dann bekommst du die Weihe. Aber Bruder Prajodan ist... Ich komme mit seiner Art und Weise, wie er mit den Kranken geht. Er tut es nicht so wie ihr. Und ich kenne ihn so gar nicht. Ihr habt selbst gesagt, ihr seid wie ein Vater für mich. Und egal was passiert, ich werde mit euch kommen. Vor allem, weil ihr... Auf der Reise werden wir dir die Weihen nicht zugestehen können. Dann sei es so. Aber doch solltest du weiter lernen. Vielleicht wirst du aus den Taten, die wir dort verbringen, sogar mehr lernen als aus dem Buch. Es steht schon sehr viel im Buch, aber wahrscheinlich habt ihr auch da wieder recht. Jeden Tag ein bisschen. Ja. Aber... Und nun hast du dann ein bisschen mehr Zeit zu lernen. Da habt ihr wahrscheinlich recht, ja. Aber mit einem Augenzwinkern schaute die nochmal genau ins Gesicht. Das wirklich Wichtige kommt eh nicht aus Büchern, sondern aus dem Herzen. Ja, auch auf Oskos Gesicht zieht sich langsam ein Lächeln ab. Auch da habt ihr vermutlich wieder recht. Schau auf das Buch. Gib mir nicht immer so einfach recht. Es fällt mir schwer, euch mal nicht recht zu geben. Aber... Du musst auch lernen, einige Dinge in Frage zu stellen. Was tust du, wenn ich einmal nicht mehr da bin? Dann musst du selber Entscheidungen treffen. Auch da... Okay, ich höre auf damit, ja. Er klopft ihn nochmal auf die Schulter. Dann mach dich fertig. Wir können nicht viel mitnehmen auf unserer Reise, die... Wir werden die Samen, die wir gekauft haben, gut verpacken und verstauen und dann nur das Nötigste mitnehmen. Das Geld wird uns nichts nutzen, wenn wir es mitnehmen, deswegen lassen wir es hier und verteilen es morgen Abend an die Armen. Gute Idee, ja. Und wir werden nur mit dem, was wir am Leib tragen und dem, was wir zur Gründung von, naja, das Saatgut nehmen wir mit. Und dann werden wir die anderen treffen und uns aufmachen, die Gebirgskette zu überqueren.
Wie gut kannst du klettern, Gosko? Ich schaue so leicht nach oben, nicke mit dem Kopf hin und her. Na, schon ganz gut. Das schaffe ich noch gerade so. Hoffen wir, dass es für das Gebirge reicht. Das hoffe ich auch. Aber wenn die Herrin mich leitet, dann werde ich das auf jeden Fall schaffen. Ich bin mir sicher. Dann schlaf dich aus. Soll ich mein Werkzeug mitnehmen? Die Halsutensilien, die Schere, den Nagel, den Haken? Ich denke schon, dass das nützlich wird. Okay. Aber wähle jedes Werkzeug, das du mitnimmst, mit Bedacht aus und überprüfe jedes einzelne, ob es wert ist, getragen zu werden. Denn jedes einzelne kleine Gewicht, was du mit dir schleppst, wird dir auf dem Gebirgspass im Wege stehen. Und jedes einzelne Saatgut, was wir mitnehmen, wird wertvoller sein als jede Schere. Eine Schere kann man zur Not woanders auch noch machen oder erstehen. Ein Saatgut nicht. Wir werden es mit unserem Leben verteidigen. Das ist unser Beitrag. Ja. Unser Beitrag, diesen armen Menschen drüben zu helfen. Gut, ich mit dem Satz steht er da noch auf. Dann gebe ich mich mal in unsere Gemächer. Ich sortiere etwas aus. Mach das. Dann rucke ich noch den Stuhl heran und dann begebe ich mich mal in mein Zimmer. Wie sieht Oskos Zimmer aus in der Schenke? Tatsächlich halt ein sehr, sehr schlichtes Zimmer. Also es gibt kein Prunk, kein Schmuck, irgendwie keine Truhe mit irgendwelcher großer Ausrüstung drin, kein Schwert oder sowas, was an der Wand lehnt. Ganz normale Kleidung in so beige Leinengewänder ist er normalerweise auch gehüllt. Das Einzige, was er dann noch trägt, sind verschiedene Flicken, die zum Nähen der Kleidung da waren und ein hölzernes Emblem der Pereine, also ein Zeichen geschnitzt. Und ansonsten ist da auch nicht viel außer der üblichen Sachen. Und ich gehe auf das Einzige, was halt ja in diesem Raum wirklich liegt, hin. Das ist ein lederner Gürtel, der schon deutlich abgegriffen ist. Der Riemen ist schon alt und in dem befinden sich einige Taschen und Haken und so Ösen, an denen verschiedenste Werkzeuge eben hängen momentan. Und jetzt schließt er die Tür und kniet sich davor und denkt über jeden einzelnen Gegenstand nach. Und die Zange, die Knochensäge kann hier bleiben, die brauche ich nicht. Ich brauche auf jeden Fall zwei Wundhaken. Ein Skalpell, zwei eine Nadel, nehmen wir mal zwei. Die kleine Säge muss reichen. Dann noch die Sonde für Pfeil. Die wird die Meisterei mir schon haben. Und eine Pinzette. Und so stellt er sich dann ein kleines Set zusammen, was wirklich nur aus dem Nötigsten besteht, was man so braucht. Und dann in eine der übrigen Taschen, die er auch hat, tut er dann ganz, also schnürt er nochmal ganz feste zu und schaut, dass da wirklich kein Korn wirklich rausfallen kann, tut er dann auch in diese lederne Tasche und verschließt sie. Gut, das lasse ich hier. Du bist sicher. Euch nehme ich mit. Und dann würde ich aus seinem Fenster schauen, was in dem Zimmer ist und gucken, wie spät es ist. Ja, es ist schon spät und Zeit, zu Bett zu gehen. Gut. Dann einmal schlafen und dann geht's auf die Reise. Und er kniet sich noch einmal vor sein Bett und legt die Hände zusammen, neigt den Kopf und würde dann noch ein Abendgebet aufsprechen. Die Sonne geht unter, es dämmert die Nacht. Wir loben Pereines lebendige Macht.
Wir sitzen beisammen zu gemeinsamen Speisen. Wir loben Perreine, sie wollen wir preisen. Dann warte ich einen Moment, nicke und dann geht Osko schlafen. Am nächsten Tag besteigt ihr ein kleines Schiff, ein Boot, einen Floß, was euch den Fluss entlang Richtung Nordosten bringt, an einigen Städten und Dörfern vorbei. Und an der Quelle angekommen, kurz vor den Quellen des Flusses, liegt ein kleines Dorf und dort ist ein Schrein der Travia, ein großer Schrein mit einem Herdfeuer, was geschürt wird und einigen emsig umtriebigen Travia-Geweihten und Novizen, die sich dort gütlich tun und versuchen, eine Art Herberge herzurichten, die es in diesem Dorf sonst nicht gibt. Das Herdfeuer wird aus einer Schale angefeuert, die Travia-gefällige Symbole zeigt und einige der Gäste hier, die hier auf Matten schlafend sich ausruhen, erzählen sich Geschichten, dass diese Schale von einem Heiligen selbst berührt worden ist und hier als Reliquie steht. Und Ralmir, als er seine Matte ausrollt und sich irgendwie in der Nähe des Feuers niederlässt, nachdem er mit einer Frau und einem Mann kurz gesprochen hat, rollt dann neben dir die Matte aus und schaut dich an und meint, na, welcher von den Heiligen könnte denn das gewesen sein? Ihr fragt mich Sachen. Ich habe doch schon Probleme mit den Heiligen der Perreien. was sagte der Junge noch vorhin, der da hinten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist Unsinn, was Sie hier erzählen, aber nun, wir lassen Sie am besten in dem Glauben. Vielleicht lässt es Sie ruhiger schlafen. Wenn das der Effekt ist, dann soll es vielleicht auch so sein. Ist es auch besser so, oder? Hinter euch treten dann die zwei Travia-Geweihten auf, von denen er eben gesprochen hat. Eine Frau und ein Mann. Der Mann ist sehr, sehr dunkelhäutig, was Osko so noch nicht oft gesehen hat. Er hat das zwar schon mal gesehen, ein Moha aus dem Süden. Aber in der traditionellen Tracht der Travia, ein ungewöhnlicher Anblick. Er hat Rasterlocken, also so zusammengeflochtenen Locken, trägt sein Haar mittellang bis kurz über die Ohren und hat ein sehr breites Lächeln und man sieht noch Überreste von Durchbohrungen an Nase und ganz zerklüftete Ohrmuscheln. Auch in seiner Unterlippe prangt ein großes Loch. Neben ihm läuft eine imposante Frau, die etwas dicklich ist. Also dicklich nicht wirklich, aber eher, es ist eine gut genährte Frau mit einem ausladenden Dekolleté. Und sie stellt sich dir vor als Nita, während der Mann sich als Tusco vorstellt. Ja, ich weiß nicht, wem das hat. Perreine zum großen Nita, Perreine zum großen Tusco. Travia zum Gruße, ihr beiden. Nun, ihr wollt tatsächlich mitkommen. Ja. Verzeih, Meister, ihr habt das Wort oder soll ich sprechen? Nein, es ist schon in Ordnung, dass du antwortest. Immerhin haben sie ja mit uns beiden gesprochen. Also ja, wir komm mit Genossen. Wollte nicht Schwester Eirike euch begleiten, Bruder Ralmir? Ja, aber dadurch, dass Osko uns nun begleitet, nun, wir haben nur für 6 von uns den Pass
bezahlen können, nicht wahr? Deswegen wird Schwester Eirike nachkommen, sobald sie das Geld gesammelt hat, um nachreisen zu können. Es war auch teuer genug, ja. Ja, verstehe. Die Kirche der Travia hat uns ebenfalls nicht mit sonderlich viel Geld ausgestattet, um diese Reise zu unternehmen. Man wirft uns vor, dass es ein Unterfangen ist, dass wir nicht mal die Schwarze Sichel überqueren werden. Wow. Und dass wir ja nicht zurücklaufen oder zurückkommen werden. Es ist ein Himmel, ein Alvaranskommando, wie sie es nennen. Naja, so viel Optimismus auf einmal. Wenn die wüssten, was wir dort drüben für einen Funken entfachen können. Ja. Stellt euch vor, hinter den feindlichen Reihen das Licht der Zwölfe, es erstrahlt und gibt den Leuten Mut und Hoffnung. Vielleicht lehnen sie sich dann auf gegen die bösen Usurpatoren. Ja, und wenn nur die Hälfte aller Geschichten wahr ist, dann hat das die andere Bevölkerung drüben auch wirklich nötig. Ich glaube, da könnte keine Konstellation besser passen als die drei Schwestern. Ja, ein Segen, dass es den Orden gibt. Ja. Ich sehe, ihr habt nur leichtes Gepäck, das wird uns helfen. Wir haben selbst auch nicht viel. Wir haben unseren Karren verkauft. Das heißt, wir haben jetzt auch genug Geld zusammen, um die Überfahrt, also die Reise über die Schwarze Sichel bezahlen zu können. Wie, wenn ihr die Frage erlaubt, wie wird es vonstatten gehen? Haben wir Führer, die uns rüberbringen? Wir treffen uns in dem kurz vor der Schwarzen Sichel in der Stadt Heidenstein. Es ist eine etwas größere Stadt in der Nähe. Treffen wir uns mit Zabel und Uribert vom Orden der Zar. Und sie haben nun einen Avis gefälligen Führer vor uns, der uns so über die Schwarze Sichel bringt. Das klingt doch gut. Ja. Oder? Ich habe Vertrauen in die Brüder und Schwestern der Zar. Ich kenne sie noch nicht, aber wenn ihr ihnen vertraut, dann werden wir das natürlich auch. In der Tat, meint Ralmir. Wir sollten allerdings schnell aufbrechen. Das wird eher schwerlich werden, Osko. Das querfällt ein bis nach Heidenstein. Bis jetzt sind wir nur auf dem Fluss gefahren. Das war sehr angenehm. Ich werde den Fisch vermissen. Ja, der war ziemlich gut. Ich nicke dabei leicht. Aber gut, ich denke, das gehört dazu. Vielleicht können wir sonst noch irgendwas auftreiben. Oh, ich bin mir sicher. Wo der Segen Travias ist, ist Ernährung nun kein Problem, denke ich. Da werdet ihr auf jeden Fall recht haben. Egal, wo wir hinkommen werden, wir kommen nach Hause. Schöner Gedanke. Hoffentlich gilt das dann auch im Osten so. Wir werden es zu unserem Zuhause machen. Ja, Zuhause für alle. Bruder Ralmir, euer Schüler redet wirklich wie ein wahrer Travia-Jünger. Seid ihr sicher, dass er in der richtigen Kirche ist? Ja. Ralmir fängt an zu lachen. Ich glaube schon. Ihr solltet sein Handwerk mit der Nähnadel und dem Fleisch mal begutachten. Wenn wir eine Wunde nähen können, ist niemand so schnell wie Osko. Dann greift Osko sich so ein bisschen an den Gürtel, zieht eine metallene Nadel raus und spielt mir damit so ein bisschen zwischen den Fingern. Da hat mein Meister auf jeden Fall recht. Hoffen wir, dass du keine Wunde verpflegen musst. Das will man wirklich eigentlich nie hoffen. Aber für den Fall der Fälle sind wir vorbereitet. Gut, meint Tuko jetzt, der anfängt zu sprechen, einen sehr rauen
merkwürdigen Akzent hat und auch ein bisschen merkwürdig spricht, weil er seine Unterlippe ja irgendwie durchbohrt ist oder durchbohrt war. Nun, ich mecke euch morgen früh, bevor die Hahnenschreie erklingen. Okay. Dann sollen wir uns vielleicht schon mal hinlegen. Ja, Ralmir legt sich auf seine Matte. So nestelt dann irgendwie in seinem Rucksack. Holt dann sein dickes Buch vor. Er hat auch ein Buch, was ähnlich ist wie Oskos, nur etwas dicker, weil er sehr, sehr viele Seiten dort eingelegt hat, und holt dann zwischen den einzelnen Seitenblättern eine getrocknete Pflanze heraus. Ich glaube, das hilft uns beim Einschlafen. Er zupft ein getrocknetes Blatt von der Pflanze ab und legt es sich auf die Zunge und kaut darauf herum. Reicht dir dann ein anderes Blatt davon? Ja, ich greife danach, schaue mir das Blatt an. Kenne ich die Pflanze? Es ist eine Heilpflanze, die, aber ja, im weitesten Sinne eine Heilpflanze. Sie wird benutzt in getrocknetem und ja, also wirklich stark ausgetrocknetem Zustand. Wenn man sie mit dem Speichel des Mundraumes vermengt, beginnt sie sich aufzulösen und eine Art ätherisches Öl freizusetzen oder eine ätherisches Essenz freizusetzen, die sich dann schnell im Mund-Nasen-Raum verbreitet und dann ja denjenigen, der darauf herumkaut oder beißt, ja, etwas benebelt. Und so viel kann man es gut benutzen, um ja Leute, die verletzt sind, abzulenken oder zu betäuben. Es ist keine richtige Betäubung und es ist auch keine richtige Rauschpflanze. Es ist eher ein Kraut, was man benutzen kann, um ja Beruhigung hervorzurufen und Ablenkung. Ja, ich betrachte das dann einige Momente sehr interessiert. Es ist kein Belmar, aber es duftet stark. Und dann schaue ich auch auf Valmir, der ist dann sich in den Mund, auf die Zunge und dann ein bisschen darauf herumkaut. Einige nennen es Ralmir-Blatt. Es kommt aus dem lieblichen Feld. Dort habe ich es mal gesammelt. Ich habe nur noch diese eine Pflanze. Oh, dann. Es ist nach euch benannt. Ich glaube, es hat noch einen anderen Namen, aber mir gefällt Ralmir-Blatt. Kann ich verstehen, ja. Ich hatte mal ganz viel davon. Hab's vielleicht etwas zu oft verteilt. Oh, ja, ich verstehe. Wenn sie einmal kommen, dann kommen sie auch gerne öfters. Ja, vor allen Dingen bei Pflanzen, die einen Rauschzustand, eine Art Rauschzustand hervorrufen. Ja. Ich kann das. Ja, ich kann die Rufe der Söldner schon gar nicht mehr hören. Dann nehme ich mir das Blatt und lege mir das auf die Zunge. Ja, schließt so die Augen, atmet tief aus. Man hört das Knacken in seinen Knochen und man schlägt er die Augen wieder auf und meint, ich hoffe, ich schaffe dieses Gebirge. Es jagt mir ein bisschen Angst ein. Ich, Oskar, warte einen Moment. Meister, es wird ganz bestimmt alles gut. Da gehe ich von aus. Allein schon wir beide haben doch schon Schlimmeres durchgemacht. Ich erinnere mich an die Kranken. Ach, das Fieberlager. Ja. Per Reine sei Dank, dass niemand sich ans angesteckt hat. Ja, wirklich. Per Reine sei Dank. Haben wir eigentlich Tücher mit? Ja, natürlich. Daran habe ich sofort gedacht. Der kam ein wenig. Ich hätte dann jetzt nicht dran gedacht, Osko. Hervorragend. Vom besten Meister gelernt. Dann, wie gesagt, ich hätte nicht daran gedacht.
Ach, es macht ja Aufregung vielleicht oder so. Ich werde alt, Osko. Ja gut, der Jüngste seid ihr nun wirklich nicht mehr, aber ihr seid doch trotzdem noch fit. Ich meine, schaut euch an. Ich habe schon ältere Männer behandelt, also Männer in eurem Alter. Ihr wisst, was ich meine. Die waren nicht so fit wie ihr. Ich merke jeden einzelnen Knochen des Abends. Soll ich euch eine kleine Salbe machen? Nein, das Blatt reicht schon. Das Ralmir-Blatt. Dann ist gut. Oh, ich merke so langsam auch, meine Glieder werden etwas schlapp. Osko. Mhm. Falls ich irgendwann mal nicht mehr bin. Ich habe keine Verwandten. Ich habe nur dich, Osko. Das ist mir auf der Fahrt auf dem Fluss klar geworden. Ich habe sonst nie richtig darüber nachgedacht. Aber die Bedrohung der Berge und des schwarzen Landes dahinter, es bringt düstere Gedanken in mir hervor. Gedanken? Gedanken an das Ende. Osko schluckt einmal kräftig, blickt zu Boden. Ich will gar nicht daran denken. Du musst, Osko. Es wird die Zeit kommen, in der ich nicht mehr da bin. Halte dich gut an dem Buch fest, wenn ich nicht mehr da bin, und lerne stets weiter. Irgendwann wird die Zeit kommen, wo du deine Weihen empfangen kannst, wenn ich es nicht machen kann. Und solange halte dich an die anderen, an Tusko und Nita, an Zabel und Uribert. Auch wenn sie nicht zum Orden der Pereine gehören, sie sind durch die drei Schwestern mit uns verbunden. Du wirst viel von ihnen auch lernen können. Ja. Dann wandert mein Blick einmal auch auf das Buch. Ich verstehe. Ich hoffe. Aber noch ist die Zeit nicht. Noch ist die Zeit nicht. Ja, und ihr begebt euch zu Bett. Schlaft einen unruhigen Schlaf. Und wacht früh vor dem Hahnenschrei geweckt durch den Mohatusko auf. Und reist ab querfeldein über kleine Gebirge an kleinen Dörfern und Weilern vorbei. Auf Trampelfaden und quer durch den Wald. Bis ihr dann in Heidenstein eigentlich wieder tatsächlich auf Zabel und Uribert trefft. Und Osko hat selten solche farbenfrohen Menschen kennengelernt. Sie scheinen, schon als sie euch begrüßen, und naja, durch eure schwerliche Reise seid ihr schwer gezeichnet, einige Schürfwunden habt ihr davongetragen durch Dornenbüsche und andere Pflanzen, durch einen Tusko hat einen verstauchten Knöchel, weil er umgeknickt ist im steinigen Gebirge. Und eure Laune war nicht sonderlich gut den ganzen Weg hier lang, weil auch die beiden anderen Geweihten plagen seit Tagen merkwürdige Albträume. Genauso wie Ralmir. Nur Osko scheint auf merkwürdige Weise davon verschont zu sein, auch wenn er nicht wirklich gut schläft. Aber sein Schlaf scheint irgendwie traumlos zu sein.
während die anderen mit jedem Morgen, den ihr aufwacht, ja, mit tiefen, in Höhlen liegenden Augen sich nach einem Mokka sehen, den ihr nicht habt. Aber Zabel und Uribert ändern das allein mit ihrer Erscheinung. Winkend stehen sie euch vor dem Eingang der Stadt schon auf dem Weg und rennen euch mit wehenden Roben entgegen. Und was sind das für Roben? Es ist keine einzelne, einfache Tracht, wie ihr sie tragt. Es ist mehr ein Wirrwarr aus Tüchern und eingesteckten Umhängen. Es ist so, als hätten sie sich nicht einigen können, welche Art von Kleidung sie tragen wollen. Der eine Ärmel mit einem Rüschen versehen, der andere glatt. Und diese Farben, jeder Farben des Regenbogens ist vertreten. Es ist so, als wären sie aus einem Malkasten herausgefallen. Und dieses Lächeln auf ihren Gesichtern und die fein gemachten Haare mit den Blumen da reingesteckt, der Duft, der ihr euch auch schon entgegenweht auf der Straße. Es ist einfach die pure Freude, diese beiden zu sehen. Und sie begrüßen euch mit einem Scherz auf den Lippen und klopfen euch auf die Schulter, und mit jeder Berührung der beiden weichen die finsteren Gedanken sowohl aus Oskos Kopf als auch aus Ralmirs und den anderen. Man wird sofort gerader im Gang und ein Lächeln umspielt euch. Schön, dass ihr da seid, schön! Endlich, wir haben so lange auf euch gewartet. Und, oh, ich dachte, Alrike begleitet euch. Ich dachte, du bist ja da, aber du bist nicht Alrike. Und Zabel zupft Osko so ein bisschen an der Backe, wie einem kleinen Kind man an die Backe greift. Ich bin Osko. Aua. Bist du sicher, dass du nicht Alrike bist? Bin mir sehr sicher. Oder warst? Ja. Nein, ich war schon immer Osko. Ich schätze. Ach, wie schade. Ralmir fängt an zu grinsen und stellt sich neben Osko. Nein, nein, nein. Die Wandelbare hat uns noch nicht mit solch einem Segen versehen. Weißt du, Osko, es gibt einige Menschen, die ändern ihr Sein und ihre Art. Es ist sehr zagefällig. Okay. Und ich verstehe. Betrachte dann die beiden Personen da vor mir in diesen unfassbar bunten, auch einladenden Gewändern. Ja, es ist nicht wirklich. Also, es ist schon irgendwie einladend, vor allen Dingen, weil sie euch so herzlich und einladend empfangen. Aber es ist eher. Ja, wenn man böse sein würde, dann würde man sagen, es ist irgendwie so ein bisschen Augenkrebs hervorrufend, so bunt und schillernd, wie die beiden sich jetzt hier irgendwie geben. Schillernd. Während sich Oskos und Ralmirs Kleidung doch eher sehr der Erde und der Umgebung anpasst, ja, also wenn die beiden sich verstecken wollen würden, naja, sie würden aufgrund ihrer Bekleidung auf jeden Fall irgendwo herausstechen. Und wahrscheinlich. Almir schaut Osko an. Wahrscheinlich, flüstert er zu dir, würden sie ohne Kleidung auch auffallen wie die bunten Hunde. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum. Ich kenne die beiden schon was länger. Warte ab. Ich bin jetzt etwas besorgt, ja. Aber okay. Uribert ist Torvaler, weißt du? Ich schaue. Ich gehe mal davon aus, dass Ulrich auch. Frag ihn nachher mal nach den Bildnissen. Nach den Bildnissen. Okay. Er grinst breit. Ich kneife ein wenig die Augen zusammen. Okay.
Ich bin gespannt. Ja, und ihr geht in die örtliche Schenke, setzt euch in eine ruhige Ecke. So, dann erzählt mal, wie war eure Reise? Meint Uribert, der mit einer relativ hohen Stimme spricht für seine Statur. Ja, die Reise auf dem Fluss war okay. Recht schnell jetzt. Tusko hat es erwischt, aber wir haben ihn schon einen Wickel gemacht. Er hat sich wohl das Fußgelenk verstaucht. Ja, ah, der Stein ist weggerutscht. Ich hab's gesehen, ich war direkt vor mir. Ich hatte auch alle Mühe, euch noch aufzufangen. Und ansonsten... Er ist stärker, als er aussieht, meint Nita. Er hat den guten Tusko mit einer Hand aufgefangen. Sofort kam die andere hinterher, aber ja. Na, 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 Osko, meint Ralmir, du solltest doch deine Leistungen nicht schmälern. Das war schon eine... Nun, auf diesem steilen Abhang, dass so, also, wenn ich ihn hätte fangen müssen, ich wäre glatt mit runtergerutscht. Gut, ich bin auch... Und die Schiene, erstklassige Arbeit. Ja, und dann reibt sich Osko so ein bisschen über sein so mit leichtem Flaum besetztes Kinn. Ja, die ist schon nicht schlecht, das muss ich auch wirklich zugeben. Aber ich sag mal so, es war eine Notsituation. Ich meine, ansonsten, ihr habt es ja selbst gesagt, der Hang. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, nur gegriffen. Meint ihr, ihr werdet die Reise über die Schwarze Sichel mit dem Fuß schaffen? Ja, würde ich müssen. Ja. Die Herren wird ihm schon die nötige Kraft geben. Da bin ich mir sicher. Außerdem ist der Wickel ziemlich gut und in ein paar Nächten sollte es schon besser sein. Wir haben hier noch ein paar Salben, die wir eigentlich veräußern wollten, um noch ein bisschen... aber vielleicht hilft dies. Zeig her. Ja, Uribert kramt irgendwie zwischen den Tüchern, die sein Gewand sind, und so holt so einen schillernden Tiegel hervor, der nur deswegen schillert, weil die Flüssigkeit darin so schillert. Also es sieht ein bisschen aus wie eine ehemals weißlich klare Flüssigkeit, die, wenn man sie ein bisschen bewegt, so kleine Funken und Lichtexplosionen darin hervorruft. Das sieht ein bisschen magisch aus. Eine kleine Fiole. Ich gehe mal davon aus, Osko hat sowas noch nie gesehen. Nee. Kneife mich die Augen zusammen. Die Fiole erstmal entgegen, betrachte die einmal. Was ist das jetzt genau? Schüttel die dann auch so ein bisschen. Das, mein lieber kleiner Freund, ist das Wundermittel, was dem guten Tusko gleich den Knöchel heilen wird. Wartet mal. Er entkorkt das Behältnis und was ist diese Flüssigkeit darin, wirkt auf Osko auf einmal sehr zähflüssig. Während man diesen Tiegel halt geschüttelt hat, wirkt es so, als wäre es sehr, sehr leicht und flüssig. Aber jetzt ist es eher wie eine dickflüssige Paste, die daraus tropft, wie ein Harz vielleicht. Und er tropft sich so 3-4 Tropfen dieser schillernden Flüssigkeit auf den Daumen und verreibt das massierend auf dem Knöchel von Tusko, der ein bisschen die so macht, als der auf die geprellte Stelle oder auf die gestauchte Stelle trifft. Ich nenne es Regenbogenwasser. Mit Wasser hat das aber recht wenig zu tun. Es ist recht dickflüssig. Ja, ich gebe zu, wenn man es vermarkten wollen würde, müsste man vielleicht einen anderen Namen wählen. Aber ich schaue dann nur mit einem Auge dann zu ihm nach oben, mit dem anderen schaue ich dann auf den Knöchel und wie er das verreibt, an welchen Stellen er das verreibt, ob es auf dem Knöchel, auch in der Umgebung. Ja, die Schwellungen und der Bluterguss am Knöchel gehen augenblicklich zurück, sichtbar für Osko.
Du hast schon einige Wunderheilungen gesehen und das ist eine weitere. Wow. Das ist ja fantastisch. Und ich betrachte so den Knöchel und den Fuß dazu. Komplett weg. Nimm noch einmal kurz hoch. Tatsächlich. Es ist völlig... Ich kann ihn bewegen. Fantastisch. Ja. Die Gaben der Herrin Zar sind vielfältig. Schaut zu Ralmir. Der grinst nur. Auf jeden Fall. Das ist großartig, dieses Regenbogen... Regenbogenwasser. Regenbogenwasser, oder ja. Was habt ihr in einen besseren Vorschlag? Ich bin jetzt nicht so kreativ. Regenbogen... Das ist er auch nicht, meint Zabel. Da haben wir was für gemeinsam. Vielleicht können wir uns auf dem Weg noch weiter Gedanken drüber machen. Aber das muss man, also das kann man, das ist ja, und ich staune noch die ganze Zeit, schau auf die Fiole, die ist ja auch so. Oh ja, der Weg, meint Ugelbert. Das ist hervorragend, dass wir treffen uns morgen mit dem besten Führer über die schwarze Sichel, den ich finden konnte. Er nimmt auch nur die Hälfte von dem Preis, den wir eigentlich bezahlen wollten. Oh, das klingt doch gut, oder? Ralmir stutzt so ein bisschen. Nur die Hälfte? Ja, ich habe das ausgehandelt. Eigentlich wollten wir einen anderen Führer nehmen, aber er hat den Preis unterboten. Und ich dachte mir, wenn bei seinen Qualitäten... Ein ganz netter. Ihr werdet ihn kennenlernen. Okay, wenn ihr ihn kennt, dann... Vertraue ich euch. Naja, kennen ist jetzt übertrieben, aber ja. Dann lehne ich mich so ganz kurz oder ich schaue in Richtung von Ralmir für die Hälfte. Das klingt jetzt nicht sehr vertrauenserweckend. Nun, Bruder Uribert ist eigentlich im Einschätzen von Menschen ziemlich gut. Also ich vertraue ihm da schon, aber komisch ist die Sache schon. Wir sollen uns diesen Führer noch mal genauer angucken. Aber wenn ihr ihm vertraut, dann vertraue ich eurer Einschätzung. Das freut mich, dass du mir vertraust. Immerhin werden wir ziemlich viel Zeit miteinander verbringen. Das auf jeden Fall. Apropos Zeit, wir haben darüber noch gar nicht gesprochen gehabt. Wie lange glaubt ihr denn, wird die Reise dauern? Das Überqueren der schwarzen Sichel, das ist schwer einzuschätzen. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne überhaupt keine Wege, die darüber führen, also da werden wir uns ganz auf unseren Führer verlassen müssen, aber ich hoffe, dass wir mindestens in einer Woche dort drüben ankommen. Hoffentlich schneller. Je schneller, desto besser. Ja, Asko hat auf dem Weg hier nach Hain, konnte man schon die Ausläufer der schwarzen Sichel definitiv schon sehen. Es ist ein beeindruckendes Gebirge, was wirklich gewaltig am Horizont erkennbar ist. Und hat sich die bestimmt schon gefragt, wie man diese Gebirge wohl jemals überqueren sollen können. Und in Oskos Kopf ging dann auch noch andere Gedanken um, was da eventuell noch für Wesen hausen könnten. Weil da hat man ja auch immer Geschichten drüber gehört. Was habt ihr für einen merkwürdigen Gesichtsausdruck, junger Osko, war der Name nicht wahr? Genau. Verzeiht, es geht einfach um die Geschichten, die man sich auch erzählt hat. Und, naja, welche Geschichten habt ihr denn gehört? Es gibt so viele Geschichten. Ja, das, was sich halt die... Die Jungen in Werheim halt so erzählt haben, also was für Wesen es noch da geben wird, deutet so auf den Horizont, oben in den Bergen. Oh. Drachen, Oger, Trolle? Ja, genau sowas. Orks? Orks?
gibt es Orks nicht überall. Sie sind der kleine Tupfen der Herrin Zar. Wenn man die Welt als bunten Kasten wahrnimmt, bräuchte es doch auch die schwarzpelzten, schwarzen kleinen Fleckchen, die zeigen, dass es hier eben kein Bund ist. Oder? Das wären für mich die Schwarzpelze. Interessante Deutung. Aber ich verstehe, wo es hinführt, ja. Nita beißt sich so auf die Unterlippe. Schwarzpelze als von den Göttern gewollt hat, hinzustellen, halte ich jetzt mal für eine ganz gewagte These. Ich weiß darüber jetzt zu wenig, aber wie klingt es auch nicht? Es klingt nicht so, als ob die Götter das gewollt haben können. Wieso sollen sie es nicht gewollt haben? Ja, weil die Orks plündern und verüben nur Gräuel und rauben, morden, vergewaltigen, ja, meint Nita mit einer ganz rauen, tiefen Stimme, die Goskor ihr so gar nicht zugetraut hätte. Ja. Oh, ich sehe schon, ich habe einen wunden Punkt getroffen. Ach, Nita steht auf und geht vom Tisch irgendwie weg. Vielleicht braucht sie ein bisschen Zeit für sich selbst. Ralmir nickt dir so zu. Ich glaube, ihre Familie ist in Auseinandersetzung mit den Schwarzpelzen ums Leben gekommen. Schön mit dem Kopf. Ja. Verständlich, dass sie dann so reagiert. Vielleicht sollten wir auch einfach nicht mehr drüber sprechen. Ich habe mit dem Thema angefangen. Uribert? Ja. Könnt ihr mir etwas zu euren Bildnissen sagen? Und alle so fangen an zu kichern. Und er macht so ein breites Grinsen. Ah, die Bildchen. Gerne. Was willst du wissen? Ich hatte davon gehört. Ich habe mich gefragt, was damit gemeint sei. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich das möchte. Schau mir so ein bisschen hilflos um, zwischen den ganzen Erwachsenen. Er beugt sich so über den Tisch ein bisschen so in deine Richtung. Willst du sie sehen, oder? Die Bildchen. Ich schaue mal an nichts und rechts. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann beißt sich Osko kurz auf die Lippe. Aber was sind das für Bilder? Nun, dann machen wir eine... wir kriegen bestimmt ein bisschen... hört her, ihr guten Leute dieser Taverne. Ich habe euch etwas zu zeigen. Hast du einen Hut, Osko? Nein. Oder eine Büchse, oder... Eine Büchse kann ich euch geben, ja. Stellen Sie sich dort hinten. Diese kleine Büchse ist für jeden Heller, den ihr mir zukommen lasst, natürlich dankbar. Oh, was hast du uns zu zeigen? Und die Leute kommen irgendwie zusammen und stellen sich so um euren Tisch, auf den er gestiegen ist. Ich schau, bevor die anderen Leute kommen, noch so kurz rein, was passiert jetzt gerade? Ja, der hält sich so die Hand vor dem Mund so... Mats einfach ab. Ich hoffe, wir werden gleich nicht aus der Kneipe gejagt. Opa Rainer, was habe ich getan? Dann stelle ich mich so wahrscheinlich in den Halbkreis, der sich bildet, oder den ganzen Kreis. Ja, und der Zargeweihte beginnt sich zu entkleiden. Eine Schicht seiner Kleidung nach der anderen, nach Farben geordnet, beginnt er sich zu entkleiden. Und die Haut, die er darunter unter seiner langen Kleidung vorkommt, ist genauso bunt wie seine Kleidung selbst. Denn er ist von oben bis unten tätowiert. Ich hätte es mir denken können.
Und die Bildchen, die er sich hat tätowieren lassen, sind keine normalen Tätowierungen, wie Ersko sie vielleicht hier und da schon mal bei Söldnern oder so gesehen hat. Nein, sie sind etwas frivol. Er hat sich, naja, Raja-gefällige Dinge auf den Körper tätowieren lassen. Ja, Ersko steht wahrscheinlich noch in erster Reihe, weil ich ja auch der Kleinste bin. Ich wollte das ja einmal versehen, dann probiere ich mich irgendwie so nach hinten zu drücken und dann... Die Leute fangen alle an, so... Wie alle mal zu lachen. Ja, und Ersko schüttelt dann ein wenig den Kopf. Warum? Und dann, warum hat er das Ding da tätowiert? Oh, Per Rainer, das... Oh. Und nun... Es steht inzwischen nur noch in Unterhose auf dem Tisch. Das beste Stück! Und zieht seine Unterhose nach unten. Und selbst hier ist er tätowiert. Und zeigt eine besonders frivole Szene, wo die Leute fangen an zu johlen. Und man hört ein bisschen Klimpern in der Dose, die Ersko aufgestellt hat. Was für ein Anblick! Ah! Ersko massiert sich so ein bisschen die Schläfen. Was habe ich getan? Er beugt sich so zu dir herunter. Das hat besonders weh getan an dieser Stelle und er zeigt so. Ah, ich kann es mir vorstellen, ja. Mhm. Ja, und ich probiere mich so ein bisschen nach hinten zurück und dann stehen die Leute. Ja, er posiert halt oben auf dem Tisch und wackelt ein bisschen mit dem Hintern in Richtung von der Schankmaid. Was für eine Persönlichkeit. Nun, vielen Dank für eure Gaben. Die Herrin Zar wird es euch vergüten. Nun, befolgt all dies und ihr werdet reich beschenkt mit Nachwuchs, wie die Herrin Zar es gebietet. Okay. Und nun den Zargruß. Macht das Ei. Alle das Ei machen. Reim mir neben dir. Tut mir leid. Das Eimer. Ich schaue dann zu Reim. Müssen wir jetzt wirklich so das Ei machen? Und wenn das ein Hebe ich schon so die Arme. Das Ei platzt auf und bringt neues Leben hervor. Der tanzt irgendwie auf dem Tisch herum und singt die ganze Zeit so ein Kinderliedartiges Ding. Ersko weiß nicht, ob er lachen, weinen oder... Die ganze Taverne fängt an zu schallen, zu lachen und zu grölen. Das muss ich erstmal verarbeiten. Dann beginnt er sich wieder anzukleiden, wieder eine Farbe nach der anderen. So, danke schön. Alles vorbei. Wer Lust hat, sich die ganzen Sachen noch aus der Nähe anzusehen, ich schaue zu Richtung Schankmaid. Ich bin dann in Zimmer 1. Und gebe Autogramme. Worauf ist die Frage, murmel ich so dann? Ich passe auf jeden Fall und so richtig beschämt schaut dann Ersko so nach unten so, was habe ich mir gerade angeguckt? Ah, nicht rot werden. Brauchst du nicht. Obwohl es dir steht. Rot ist eine schöne Farbe. Ich mag Rot. Ja, passend zu den Haaren. Ich puste so eine Strähne aus meinem Gesicht. Ja, so geht der Abend mit weiteren Scherzen von Uribert noch etwas weiter. Und er und Zabel haben wirklich eine Eigenart an sich. Zabel ist etwas ruhiger, aber wenn man in ihrer Begleitung ist, muss man zwangsweise fröhlich sein. So, es ist schon als ein fast wie ein innerer Zwang, der einen ergreift, wenn man in ihrer Umgebung ist. Und am nächsten Morgen stellt euch Uribert dann euren Führer vor, den ihr am Dorfrand trefft. Eine Gestalt in einen erdfarbenen Umhang eingewickelt, sehr klein, kommt euch auf einen Wanderstab gestützt entgegen. Ah, Chuck! Sehr schön, dass du da bist und so pünktlich.
Gestalt nickt unter der tief ins Gesicht gezogenen Kapuze. Herr Gespräch, ich warst du ja eben auch bei den Verhandlungen nicht. Wir haben das Geld zusammen. Wieder ein stummes Nicken. Dann zeigt er so auf den Gebirgszug und macht so eine einladende Geste. Nun, dann ist das wohl der Start unserer Reise, meint Uribert. Der ist ja, also das flüstert Osko zu Valmir. Das ist ja mal das komplette Gegenteil zu ihm. Ja, Tusko, neben dir, das denke ich auch. Der geht mir ja gerade mal bis zur Brust. Wenn überhaupt. Mhm. Und vertrauenserweckend sieht er nur wirklich nicht aus. Ja, Reimir nickt dir dann zu, meint, ich fühle mich auch nicht so wirklich wohl, aber wir sollten nicht nach den Äußerlichkeiten beurteilen. Das stimmt, aber wie lässt mich so ein kalter Schauer nicht los? Das hat nichts mit den Winden hier zu tun. Nita rümpft so ein bisschen die Nase. Riecht ihr das? Nein, was denn? Es riecht irgendwie nach Hund oder so. Ich weiß nicht, komischer Gestank. Ist der das, der so müffelt? Ich weiß nicht. Osko würde dann ein paar Schritte näher, also ich denke ja, er geht gerade vor, diese kleine Person. Mhm. Dann würde ich einige Schritte näher an ihn herantreten, dann mal nochmal ganz leise. Ja, der müffelt. Nicht wirklich nach Hund, aber irgendwie nach nassem Fell. Dann lasse ich mich wieder leise, so dass er das vielleicht nicht merkt, dann wieder zurückfahren. Dann schaue ich zu Tusko. Riecht nach Fell. Ugh. Vielleicht sollen wir alle ein paar Schritt Abstand halten zu ihm. Ralmir ruft dann rüber zu Uribert. Uribert, also, wie hast du noch unseren Führer genannt? Chuck heißt der. Chuck. Die Gestalt dreht sich kurz rum. Man sieht immer noch nicht das Gesicht unter der Kapuze. Nur die besten Empfehlungen bekommen. Also, naja, eine Empfehlung habe ich bekommen. Von wem? Von einem Freund. Ich schaue mir in die Augen. Mhm. Was ja. Für ein Freund? Ralmir verschränkt die Arme. Naja, also ich habe jemanden gesucht, der sich mit den Wegen über die Schwarze Sichel auskennt. Es gibt Führer hier, Uribert, und wir haben dir genau gesagt, wo du sie finden kannst. Ja, und ich habe mir gedacht, die sind alle so teuer. Aber man nimmt doch nicht den billigsten. Nun, es muss ja einen Grund haben, warum er so billig ist, nicht wahr? Ja. Und dann merkt Osko, dass er zu laut geworden ist. Ja, den wird es auch vermutlich geben. Was denkst du, was er für einen Grund hat, warum er so billig ist? Dann senkt Osko noch weiter die Stimme. Er stinkt. Er ist nicht sehr gesprächig. Und Ist jetzt stinken und nicht sprechen, ist das jetzt irgendwie ein Hindernis, uns gut über die Schwarze Sichel zu führen? Nein, aber wäre sein Ruf besser, wäre er teurer. Vielleicht ist gerade dieser schlechte Ruf wegen dem Stinken und dem Nichtsprechen gerade für unseren Geldbeutel ziemlich gut. Aber wofür brauchen wir viel Geld drüben? Wir bringen den
anderen Leuten Hoffnung drüben. Wir bringen Saat mit. Wofür brauchen Vielleicht wir die können wir Heller? dann, vielleicht können wir drüben das Geld gegen irgendwas eintauschen, vielleicht neue Kleidung. Sabel meint dann so, so gern ich neue Kleidung haben wollen würde, aber ich denke, wir haben dort drüben andere Sorgen als neue Kleidung. Ja, auch ein kleiner Brunnen löscht den Durst. Ich denke, Kleidung ist das geringste Problem, was wir drüben haben werden. Nita irgendwie nickt auch mit dem Kopf. Brunnen ist ein gutes Beispiel. Wir könnten einen Brunnen graben. Ja, seht ihr, und dafür brauchen wir Schaufeln und wir könnten mit dem Geld Schaufeln kaufen. Ralmir guckt, und zur Not würde ich auch mit den Händen graben, wenn das den Leuten hilft. Ach, meine Hände sind ein bisschen zu seicht, um damit zu graben. Das überlasse ich dann euch. Ja. Osko zieht eine Braue hoch. Nun, Chuck, Chuck. Und Uribert tanzt ein bisschen in seine Richtung. Mein Freund Chuck. Und er muss sich so ein bisschen runterlehnen und versucht ihn so im Gang zu umarmen. So, sag doch mal, die anderen machen sich Sorgen, weil ihr so wenig redet. Also, wie wäre es, wenn wir eine vernünftige. Bleibt doch mal stehen. Bleibt doch mal stehen. Wenn wir eine vernünftige Vorstellung machen. Kommt es dann unter der Kapuze. Wir haben euch doch schon bezahlt. Glaubt ihr, wir nehmen euch das Geld wieder ab und gehen mit jemand anderem? Also, wir gehen mit euch. Wir vertrauen euch. Nicht wahr? Wir vertrauen euch. Nicht wahr? Alle? Ja, noch? Komm. Ja, vertrauen. Ja. Guck. Siehst du, Chuck, wie sie alle mit dem Kopf nicken? Sie mögen dich. Niemand mag Chuck. Und das wüsste ich dann wieder, wenn Chuck so spricht, ist das auch kein Wunder. Wir verurteilen ja niemanden, Chuck. Deswegen, wir sind vom Orden der Heiligen Drei Schwestern und wir bringen Freude und Frieden und vielleicht auch für dich. Hauptsache, ihr bringt mir Geld. Nun, ihr habt ja das Geld schon bekommen, nicht wahr? Nein. Ja. Nita rümpft so die Nase. Was? Bei allen Niederhöllen, Uribert, ist er. Das ist Chuck. Ich bin Chuck. Und was ist ein Chuck? Müssen wir jetzt wieder damit anfangen, aber gut, er ist ein Goblin, verdammt. Er ist ein was? Was? Ralmir geht so 2 Schritte Ja, zurück. ja. Ich auch. Ja, neben dir hörst du Zabel so lange nicht ein- und ausatmen. Oh, jetzt. Ein Goblin, wirklich. Er hat uns wirklich einen Goblin-Führer besorgt. Ich schaue dann zu Uribe drüber. Der grinst. Der beste Führer für die Schwarze Sichel. Ein Goblin. Stellt euch vor, in der Schwarzen Sichel wohnen Goblins, die wohnen da. Wer könnte uns besser darüber führen? Vielleicht ein Ork. Nita macht so. Ja, das war auch mehr so wirklich gehaucht so. Naja, vielleicht Chuck euch führen. kennt er wirklich die besten Wege. Ich meine, immerhin. Chuck kennt beste Wege. Chuck von Berg kommen. Immer im Berg gelebt. Berg nicht gefährlich. Das, was hinter Berg, viel gefährlicher. Ich meine, ändern können wir es jetzt auch nicht. Und vielleicht hat er wirklich. Nun, jetzt mach doch mal nicht so ein Gesicht, Uribert. Wenn wir jemanden mit Ortskenntnis haben, dann doch wie ihn. Jeder andere Mensch, der von hier kommt, hat sich das angeeignet. Er jedoch wohnt da. Es ist so wie, als wenn ihr euren Tempel durchwandern müsstet. Okay, blöder Vergleich.
Ja, ich nicke dann so leicht und schließe die Augen, schüttel so leicht mit dem Kopf und winke zu den anderen. Er ist jetzt schon bezahlt. Und vielleicht hat der Urbell wirklich recht. Natürlich habe ich recht. Tusco meinte. Nun, Vertrag ist Vertrag. Ja. Nita verschränkt so die Arme. Ich gehe nicht mit einem Rotpelz. Ralmir dreht sich dann zu ihr um und du kannst ja jetzt nicht alleine hier bleiben. Nita meint, wir suchen uns noch einen menschlichen Führer dazu, der bestätigen kann, dass der da uns nicht ins Verderben führt. Das Das hat sie nicht gesagt. Jack, hör nicht hin. Sie redet wirr. Wir gehen mit dir. Außerdem können wir uns keinen zweiten Führer leisten. glaube ich leider auch. Es, Komm, mach. jetzt ist Von Jack. jetzt ist es so, Nita, wir haben, ich schaue nochmal zu, wir haben eine Aufgabe drüben. Und einen anderen Ortsführer können wir uns nicht leisten, deswegen müssen wir es doch jetzt mit ihm versuchen, oder? Vielleicht, nicht nur vielleicht, ich glaube, die Herrin hat einen Plan dahinter. Ja, Ralmir atmet nochmal tief. Ich muss ja jetzt sagen, Uribert geht ständig irgendwelche sonderbaren Wege. Und er hat uns einen avisgefälligen Führer versprochen. Was könnte avisgefälliger sein, als ein Abenteuer aufzubrechen mit einem Goblin? Also, und Osko schluckt so ein bisschen sein noch fehlendes Vertrauen herunter. Ein Abenteuer. Das ist das doch sowieso hier, diese ganze Unternehmung. Na schön, meint Nita. Aber ich schlafe nicht in seiner Nähe. Ich passe schon auf dich auf, meint Tuxco. Also, dann können wir jetzt auch weiter. Chuck, gut führen. Ja, Chuck. Dann geh voraus. Und in der Tat führt euch Chuck über die schwarze Sichel. Ein beschwerlicher Weg. Viele Kletterpassagen, viele eisige Stellen. Es wird kalt oben auf dem Gebirge. Und ja, als ihr oben auf dem Gipfel steht und Richtung Osten seht, habt ihr das Gefühl, in ein schwarzes, weil es gerade, ja, die Sonne untergeht, die Preiausscheibe untergeht, habt ihr das Gefühl, in ein düsteres Land zu sehen. In der Ferne meint ihr Rauch am Horizont zu wahrzunehmen von irgendwelchen Feuern, die dort brennen. Es müssen riesige Feuer sein, dass man von hier aus den Rauch noch wahrnehmen kann. Oder es trügt einfach nur und es sind Nebel, die sich über das Land gezogen haben. Auf jeden Fall sieht dieser Landstrich nicht sehr einladend aus. Auf eurem Weg habt ihr Chuck durchaus schätzen gelernt. Er hilft euch. Einmal ist sogar Nita fast abgerutscht auf einer eisigen Stelle, irgendwie, wo ihr klettern musstet, und er hat ihr mit seinem Stab geholfen, an dem sie sich festklammern konnte. Das kleine Kerlchen ist stärker, als man es ihm zutraut. Er hat sie mit eigenen Händen nach oben gezogen. Und mittlerweile hat er euch auch an ein, zwei Goblinlagern vorbeigeführt. Und ihr konntet dort wirklich andere von seiner Art sehen. Und er hat euch aber ständig angewiesen, ihnen nicht zu nahe zu kommen. Und so wächst das Vertrauen in euren Führer. Und als ihr dann die schwarze Sichel, das Gebirge
nach ein paar Tagen wieder nach unten steigt. Und tatsächlich, es dauert fast eine Woche, um auf queren Wegen, die euch Chuck reist, hier über diese schwarze Sichel zu reisen. Nach fast einer Woche seid ihr auf der anderen Seite. Ihr habt nur ein paar Tage gebraucht, von Wehrheim bis zur schwarzen Sichel. Und jetzt fast eine Woche, um dann das Gebirge zu überqueren. Und als ihr den östlichen Teil der schwarzen Sichel erreicht, dreht sich dann Chuck auf einmal um, der vorläuft. Chuck, nicht gehen, einen Schritt weiter. Ab jetzt alleine gehen. Da, totes Land. Ich schaue zu Urimer und den anderen. Wie? Von hier aus dann. Welchen Weg denn den? Den da entlang? Gehen, wo immer wollen. Chuck, nicht gehen. Warum? Warum? Was ist los, Chuck? Chuck, wollen nicht tot. Das wollen wir alle nicht. Deswegen reisen wir doch auch zusammen. Gruppe sind wir sicherer. Ihr gesagt, ihr wollen dort in Tod gehen. Chuck, nicht mitgehen. Ich schaue dann zu den anderen nach hinten. Dann. Was soll man denn jetzt machen? Uribert klopft Chuck so auf die Schulter. Danke, mein Freund. Du hast uns gut geführt. Du hast dir vielleicht ein kleines Taschengeld verdient. Schubst ihm so noch eine Goldmünze zu. Die Goldmünze verschwindet so im Schatten unter der Kapuze. Man hört ihn darauf herumkauen. Na, danke. Nicht nötig sein. Okay, dann sind wir also jetzt auf uns gestellt. Gute Reise. Und dann dreht sich Chuck um und läuft den Weg wieder zurück, den ihr gekommen seid. Zabel seufzt einmal laut. Dann sind wir jetzt wohl auf uns allein gestellt. Osko schluckt noch einmal kräftig. Ja. Ach, das wird alles nicht so schlimm, meint Uribert. Es ist bestimmt alles ganz harmlos hier. Ich meine, wer soll uns denn was tun? Wir sind die Bringer von Frieden, Freiheit und Freude. Wer könnte dagegen vorgehen wollen? Ralmir schaut ernst. Du warst aber schon mal in einem der Schlachten, oder? Nein, natürlich nicht. Ich halte mich fern von irgendwelchen Schlachten. Es ist ja völliger Unsinn, sich irgendwie gegenseitig auf den Kopf zu hauen. Dann schaue ich zu Ralmir. Ja. Ich auch nicht, aber ich habe eure Geschichte immer gehört. Hoffen wir, dass wir unbemerkt bleiben, bis wir das erste Dorf erreichen. Und in der Tat bleibt ihr für eine ganze Weile lang unbemerkt. Ihr verweilt an einem Weiler, dort in einem Dorf, seht das Leid der Leute. Die Felder, die sie bestellen, bringen karge Frucht. Und die ersten Saatkörner, die ihr mitgenommen habt, wechseln den Besitzer, die Besitzerin. Und ihr verweilt einige Tage in diesem Dorf, einige Tage in dem Dorf und bringt tatsächlich einen Schimmer von Hoffnung in die Gesichter der Leute. Wobei Osko ganz klar merkt, dass die Leute sehr reserviert wirken. Auf die Worte, die er ihnen predigt und auf das, was er ihnen Gutes tut, sie nehmen es an und sie wissen es auch zu schätzen, aber
Du siehst so eine Ausdruckslosigkeit in ihrem Gesicht, ein Hinnehmen, ein dankbares Hinnehmen, aber ein Ja, ist schon gut. Und wenn ihr dann weiter euren Weg zieht, nun fallen die Schultern schnell wieder nach unten auf den Blick zurück, sieht Osko das ein oder andere Mal. Ich blicke dann auch zurück und gucke mir dann die Leute genau an. Es muss wirklich schlimmer sein. Wenn ich mal der Segen der Herren sie irgendwie frohmutig stimmen kann. Ihr reist etwas weiter Richtung Süden und kommt dann an einen Landstrich, bei dem selbst Rahl mir ein bisschen die Worte fehlen. Und auch Uribert, der sonst immer von einem Scherz nicht verlegen ist. Und vor allen Dingen Zabel, die Herrin des Spaßes und des Tanzes, die Osko sogar ein paar Tanzschritte beigebracht hat auf eurer Reise. Nun, euch fällt das Lächeln schwer, denn dieser kleine Landstrich, den ihr gerade betretet, wirkt nicht nur ausgedörrt, sondern eher einer Wüste. Aber weniger einer Wüste mit Sand, sondern es wirkt tot. Einfach nur tot. Als hätte irgendetwas oder irgendjemand sämtliches Leben aus selbst dem letzten Sandkorn herausgepresst. Keine Pflanze, kein Insekt. Nichts. Einfach nur nichts. Ich greife an meiner Seite, an die Tasche, in der sich das Buch befindet, und halte es fester Hand. Was bei allen Zwölfen ist hier geschehen? Zabel seufzt einmal. Ich habe Geschichten davon gehört. Der Dämonenmeister hat einige Landstriche einen Keil in Sumus Leib getrieben. Ja, Osko schaut total entsetzt in eine Richtung. Das ist ja furchtbar. Kommt, wir müssen weiter, meint Tusko. Ich möchte nicht auf diesem Landstrich hier übernachten müssen. Mm-mm. Ihr lauft etwas weiter und erreicht irgendwann einen Steinkreis. Ein paar Monolithen, die aufgestellt sind wie eine Ritualstätte. So ein bisschen Stonehenge-mäßig sieht es dort aus. Allerdings ist dieses Karge überall noch vertreten und angelehnt an die Steine ein paar Skelette. Halb nur noch zu sehen unter dem Staub des Bodens. Osko ist sehr leise, geht wirklich nur Schritt für Schritt und schaut sich jeden einzelnen dieser Monolithen an. Ist das einer der Orte, wo sie wo diese Dämonenpaktierer, ihr wisst schon, ihre Beschwörung abhalten oder diesen Dämonen frönen? Das sieht so unheilvoll aus. Uribert fährt so mit der Hand so über einen von den Steinen und wischt so ein bisschen den Staub davon und legt eine kleine Gravur frei. Ich glaube nicht. Was glaubt ihr? Nun, das hier ist das Zeichen des Humus, den nämlich nicht alles täuscht. Und da drüben ist ein Erzzeichen. Ich glaube, das hier ist einmal ein Druidenkreis gewesen. Oh. Okay. Was war denn die Aufgabe? Was tut so ein Kreis? Nun, meint Rahl mir, die Druiden sind dafür bekannt, dass sie die Mutter Sumu, die, Mut-
denn die Welt anbeten statt der Zwölfe? Du kennst die Geschichten von Sumu, der Riesin. Sie beten die Welt selbst an und sie behaupten, es würden die Lebenskräfte Sumus durch alles, was lebt, strömen. Und sie sind vielleicht sogar in der Lage, durch Madas Gaben, nun, die Elemente zu beeinflussen. Und sie wachen darüber. Dann blick aus Versehen nochmal um. Dann sind einige Orte hier aber wirklich von Sumo verlassen. Oder? Ja. Nita schluckt nochmal ganz kräftig. Ich glaube, nimmt dann so einen von den Schädeln irgendwie aus dem Staub. Vielleicht sind sie bei der Verteidigung ihrer Göttin gestorben. Ich schaue mir dann mal ein Skelett genauer an. So. Einfach nur blank Knochen. Das muss einige Sonnenläufe, viele Sonnenläufe schon her sein. Ja. Das macht irgendwie Sinn, meint Zabel. So. Wenn der Dämonenmeister gerade diesen Ort ausgezehrt hat, wenn wirklich hier ein Punkt war, den die Druiden schützen, dann muss hier die Kraft von Sumu sehr stark gewesen sein. Dann hat er gezielt diese Quelle aufgezehrt. Abartig. Ralmir nickt und damit verhindert, dass hier je wieder irgendeine Pareinegabe wächst. Ist es wirklich so? Was für ein Frevel. Bei der Göttin. Ist es wirklich? Und ich knie mich nach unten, greife einmal so in den Boden. Ja, der Boden selbst fühlt sich leblos und tot an. Sonst hat Gosko, wenn er so in deine Erde hineingreift, immer das Gefühl, irgendwann das Leben da drin strömt. Irgendwie kleine Tierchen, kleine irgendwie Moos oder irgendwas anderes, was sich da drin noch irgendwie befindet. Überall findet Osko sonst eine Spur von Leben, aber hier ist wirklich blank, vielleicht sogar vergleichbar mit Asche. Jetzt würdest du in Asche greifen. Ich sieb das ein bisschen durch meine Finger. Das ist ja furchtbar. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich nichts, kein Anzeichen für irgendeine Ameise. Gar nichts. Hier wäre unser Saatgut vergeblich. Ich hoffe, dass es weiter im Süden nicht überall so aussieht. Lass uns weitergehen, das ist mir zu gruselig hier, meint Uribert. Das kann ich bestätigen. Dann wandert ihr weiter und irgendwann seht ihr am Horizont wieder einen Baum, dann mehrere Bäume auftauchen. Endlich wieder ein Lebenszeichen. Erleichtert ahnt mich auf. Immerhin. Was immerhin? Meint Nita. Da hinten. Immerhin wieder Bäume. Wie lange ist das her, als wir mal einen Baum gesehen haben? Ja, ich sehe sie auch. Dazwischen ist eine Staubwolke. Siehst du sie auch? Ich schaue da mal hin. Tusco kläfft so die Augen zusammen. Das sind Reiter. Reiter? Hier? Ich schaue mich um. Ja, sie kommen uns entgegen. Was sollen wir jetzt machen? Ich weiß nicht.
Verstecken kann man sich in dieser kargen Wildnis hier nicht. Es gibt keine Büsche oder sonst irgendwas. Vielleicht solltet ihr beide euch, und ich deute auf Zaribel und Robert, fürs Erste, wir wissen nicht mehr, wer da hinten kommt. Wir werden sie freundlich begrüßen. Wie jeden hier, den wir bis jetzt begegnet sind. Ich schaue so zu Reimir mit einem Blick, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Wir haben wohl keine andere Wahl. Vielleicht sollten wir unsere Amulette verstecken. Zumindest das. Vielleicht nur für den ersten Eindruck. Bis wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Mhm. Dann greife ich an die Holzkette, also die Kette mit dem Holzsymbol. Verstaue das tief in einer Tasche. Die Reiter kommen schnell näher und ihr seht gerüstete Gestalten. Schwere Rüstungen gerüstet, mit schwer bewaffnet. Auf einem Schild prangt ein Abbildnis eines Drachen. Oh, wer seid ihr denn? Meint jemand, der seinen ausladenden Kopfschmuck auf seinem Helm trägt. Weshalb des Weges, so sagt man das doch. Uribert ergreift das Wort. Wir sind harmlose Durchreisende. Und mit wem haben wir es zu tun? Ach. Mein Name tut nichts zur Sache. In Reisende, sagt ihr. Harmlose Reisende. Eure Gewandung ist merkwürdig. Wo kommt ihr her? Nun, wir kommen von hier und von dort, wo die Herrin uns herkommen lässt. Die Herrin? Das war eine Herrin. Reimir ergreift von das Wort. Nun, die Herrin von uns allen. Ah, die dunkle Mutter. Alle kriegen so große Augen. Ja. Rutscht es dann aus Rumme aus. Ja. Die Pferde ziehen so einen dünneren, engeren Kreis um euch. Dann senkt einer seine Lanze und zieht so Uribert einen Teil von seiner bunten Klamotte ab. Ich hab das schon mal gesehen. Leute wie dich kenne ich. Wir haben uns garantiert noch nie gesehen. Also ich würde mich an eine solche hübsche Gestalt natürlich erinnern. Ein solches Geschenk auf Erden. Wie könnte man so etwas als Maul? Der schwere Reiterhandschuh fährt nach unten und streckt Uribert zu Boden. Schweißperl von Oskos Stirn. Der Reiter dreht sich um zu seinen Gefährten. Das sind Zar-Anhänger. Man hört irgendwie Leute unter, die nach euch ausspucken. Hey, was soll das? Auf jeden Fall leichtes Futter. Die wehren sich bestimmt nicht. Alles so friedfertig. Wer hat euch geschickt? Wir sind einfach nur Reisende, meint Ramir. Wirklich, wirklich Reisende. Wir haben nichts mit euch zu schaffen. Lasst uns einfach vorbei und wir gehen friedlich unseres Weges. Ja, friedlich, das glaube ich euch. Uribert irgendwie drückt sich so aus dem Staub wieder hoch. Das war sehr unfreundlich. Habe ich nicht gesagt, du sollst deinen Maul halten. Und die Lanze zieh ich mal irgendwie zu Boden und spießt Ramir so an der Schulter in den Boden. Meister! Ich. Ralmir läuft sofort zu Uribert rüber, wird aber abgefangen auf halbem Wege, weil ein Schwert auf ihn niedersaust und
ihm den Weg abschneidet und er, bevor er in die Klinge laufen kann. Na, 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 nicht so schnell. Der Reiter dreht so die Lanze so hin und her in Uriberts Wunde und meint dann: Nun, dann sag mir doch mal, wovor du wirklich herkommst. Wir kommen aus der schwarzen Sichel. Ja, wer Chuck hat uns. Wer ist Chuck? Chuck ist unser Führer, der hat uns aus dem Westen nach hier irgendwie. Wir wollen wirklich nichts tun. Aus dem Westen? Oh, so, so. Reim mir mit dem Schwert irgendwie am Hals. Man drückt so das Schwert so ein bisschen den, so von sich weg. Man so, wir wollen euch wirklich nichts tun. Wir sind nur hier, um zu helfen. Wobei wollt ihr uns helfen? Bei was braucht ihr denn Hilfe? Meint Nita. Oh, wir brauchen Truppen. Der da sieht aus, als könnte er kämpfen. Zeigt zur Richtung Osku. Nicht kämpfen. Ich habe noch nie ein Schwert geführt. Könnt alle nicht kämpfen, nicht wahr? Meinte der Anringer von dieser Wesenheit seid. Uribert ist. Wir sind, ja, hier sind Anhänger der Zar. Und Frieden sind wir hier. Wir tun niemandem etwas. Und man sieht so einen leichten Schimmer ausgehen von Uriberts Händen, der sich so an die Lanze klammert. Und du siehst so einen regenbogenfarbenen Schimmer, wie er auf die Lanze überspringt und sich so die Lanze entlang windet. Schau dahin. Wer zum Ei? Und das Ei bricht auf. Das Ei bricht auf. Was tut er? Mit einem Rutsch zieht der Ritter die Lanze aus dem Wunde von Uribert. Mach das Ei. Der mit dem Schwert lässt sein Pferd hochfahren. Es wiehert laut. Ich ziehe Reimer etwas zurück, also so an seinen Gewändern nach hinten. Sie wollen uns verhexen. Macht sie fertig. Nein. Macht sie alle fertig. Nein! Und ja, die Lanze geht wieder nieder auf Uribert. Uribert, duckt euch! Nein! Ja, der kann sich nicht mehr viel ducken, der liegt ja eh schon irgendwie mit einer dicken, blutenden Wunde im Staub und wird jetzt auf Brust, auf Herzhöhe durchbohrt. Ja, ich... Lauter Schmerzensschrei entklingt seiner Kehle. Ich krall mich jetzt richtig in die Gewänder von Reimir, irgendwie zieh noch weiter von dem Pferd da weg und schon... Ja, da die euch ja gesingelt haben, ist es schwierig. Wo möchte denn Osku hin? Hinter euch ist jemand, der den Speer auf euch gerichtet hat. Osku läuft nach hinten, zieht Reimir nach hinten und merkt die Speerspitze in seinem Rücken. Hm? Wo wolltest du denn hin? Komm, können wir mit ihm ein bisschen spielen? Zieh mir mal eine Karte. Oder ich. Ja, Augenblick. Ja, mach ruhig. Osko greift in einen seiner Beutel, fühlt dabei ein wenig des Saatguts, was er bei sich trägt. Und nimmt all seinen Mut zusammen und sieht halt noch gerade diesen Reiter, der auf Uriberg gerade noch einsticht
und würde gerne die Hand oder nimmt also die Hand aus seinem Beutel und wirft dann etwas Saatgut so in Richtung seines Gesichts und würde dann quasi die Lanze packen und dann all seine Kraft, die er noch irgendwie in den Armen hat, nach dieser Reise zusammensetzen und die dann probieren, aus dem Bauch oder was herauszuziehen. Dann lass ihn in Ruhe! Und einige der Pferde, die euch umzingeln, reiten nur nach vorne. Nita wird umgeritten und kriegt sch die schweren Hufe der Schlachtrösser gegen die Stirn, als das Pferd hochsteigt. Tusco, der sich auch wehrt und einen kleinen Dolch gezogen hat, wird von einem Schwert niedergestreckt. Es geht alles ganz schnell. Osko ist nach vorne geschossen und hat die Lanze aus Ugribert herausgezogen, steht nun verteidigend vor Ugribert und dem Anführer des Ganzen, der nun ja keine Lanze mehr hat, der grinsend jetzt eine Art ja, martialisch aussehende Keule mit dicken Nägeln darin von seinem Rücken herunterzieht. Ja, unbeholfen packe ich halt diese Lanze irgendwie mit zwei Armen und schaue irgendwie wild links nach rechts und Du siehst, wie Ralmir vor seiner von den Typen, der hinter euch mit dem Speer stand, den Speer ergriffen hat und den Reiter vom Ross heruntergezogen hat und ja gerade mit ihm ringt. Zabel und Nita sind am Boden und zwei Männer sind über ihnen mit Säbeln. Ja, ja, habe die Lanze in beiden Händen gepackt und unbeholfen würde ich einfach nur ganz grob in die Richtung stechen, wo der Reiter seine Keule gerade bereit macht. Dann mit so einem, einfach wirklich mehr vor ihm so rumfuchteln, dass er Mit einen Schritt nach rechts rechts. Leichtigkeit pariert er deine unbeholfenen Angriffe, schlägt die Lanze dann zur Seite und schwingt in hohem Abstand seine Keule und sie saust auf Osko nieder. Im letzten Augenblick, bevor die Keule dich trifft, siehst du nur noch die dunkle Hautfarbe von Tusco, wie sie vor deinen Augen auftaucht, sich zwischen dich und die Keule schiebt und dann explodiert irgendetwas vor dir in einer roten Farbe, ehe du zu Boden gerissen wirst. Tränen überströmen, schreie ich dann: Nein, Tusco! Dann Der schaue ich mich. schwere Körper Tuscos liegt auf Flosco. Nein, Tusco! Dann probiere ich ihn dann noch irgendwie von mir runter zu schieben und die rote Flüssigkeit, die läuft über mich und. Du hörst die Was? Schreie von Zavell und von Nita. Nein, nein, Meister. Macht sie nieder. Und ich probiere wirklich mit aller Kraft, drücke ich noch diesen großen Körper von mir runter und greife in den Boden rein, dass ich irgendwie Halt habe, mich nach vorne ziehen und dann zu Reimir rüberzukommen. Ralmir kämpft gerade mit seinem Widersacher, der aber in deiner schweren Rüstung jedem Angriff einfach nur aushalten kann, weil Ralmir mit seinem Stab, seinem Stock, den er zum Wandern eigentlich nutzt, nur die reine Wucht hat und auch nicht wirklich kämpfen geübt ist. Das merkt man sofort. Leicht werden seine Attacken abpariert, ausgewichen oder sein Gegner lässt sie einfach auf die schwere Rüstung prallen. Dann hörst du Ralmir rufen. Niemals werdet ihr in die Hallen Alvarans einziehen, wenn ihr euch so verhaltet. Haltet ein, bitte! Und der Säbel seines Widersachers fährt quer über die Brust von Ralmir, der auf die Knie sinkt. Ja, ich schreie laut auf mit einem Nein! Renne ich in seine Richtung und fange ihn auf. Nein, nein, Let's go. nein. Ich greife mit meinen Händen an seinen Kopf. Nein, nein, nein. Und drücke gleichzeitig aus Reflex schon so auf diese Brust und diese. Nein, alles wird gut. Von oben siehst du nun wieder
den Säbel in deine Richtung schießen. Nun wird er dich treffen, wenn du nicht ausweichst. Ja, ich... Das ist so dieser Augenblick, wo es sich entscheidet, aber er steht vor seinem Meister, zieht dann nur irgendwas halt aus seiner Tasche gerade, von seinem Beutel, aus Reflex und hält ihm das so entgegen. Und wie das Schicksal es will, hält Osko sein Gebetsbuch, das er aus der Tasche gezogen hat. Das Größte, was du finden konntest in der Tasche. Ja. Dem Säbel entgegen. Und der Säbel trifft auf das Gebetsbuch der Pereine. Und man hört einen dumpfen Aufschlag. Und dann wird es schwarz um Osko. Und als Osko die Augen wieder aufschlägt, hörst du Kampflärm. Dann sich entfernende Hufe. Eisen schmeckst du auf der Zunge. Ein lautes Pfeifen hast du auf dem Ohr. Dein Blick wird getrübt durch einen roten Schleier, der sich vor deine Augen gelegt hat. Deine Knie schmerzen, dein Brustkorb schmerzt, deine Arme sind schlaff. Das Atmen fällt dir schwer. Ich schlage die Augen auf. Tastest an dir herunter und siehst die große Schnittwunde, die sich quer von deinem Arm bis kurz vor deine Schulter zieht. Es brennt unfassbar, aber ich... Der Schmerz... Versuchst den Schmerz auszuhalten, doch er übermannt dich und du fällst erneut in ein Nachtkoma. Schleppst dich noch mit letzter Kraft neben den am Boden liegenden Ralmir. Meister. Und dann... Tote Augen blicken dich an. Trüb. Ich halte noch meine Hand auf seine Brust, wo er diese Wunde klaffte. Nein. Lege dann den Kopf so in seinen Hals und schluchze und dann schaut er nur nach oben. Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Und so versinkt Osko wieder in einem Koma. Ein traumloser Schlaf umfasst Oskos ganzes Dasein. Dann dringt von irgendwo ganz weit weg eine helle Stimme an Oskos Ohr. Ich glaube, der lebt noch. Hier lebt, der hier lebt noch. Von Osko kommt wirklich wie von einem Fiebertraum rein. Hilfe, 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 Hilfe. Ich brauche Hilfe. Oskos Hand schließt sich um irgendetwas Festes. Und dann versinkt er abermals in der Ohnmacht. Und als er die Augen wieder aufschlägt, hört er wieder Hufgetrappel. Er merkt, wie das seinen Körper hin und her wiegt. Und er sieht den blauen, wolkenbehangenen Himmel über sich. Ich schaffe es wahrscheinlich nur kurz, immer die Augen aufzuhalten. Ich würde mich dann versuchen, umzugucken, ob ich irgendwas oder irgendwen erkennen kann. Du liegst auf der Ladefläche eines Karrens, dick eingepackt in Felle. Es ist warm. Du riechst irgendetwas, das einen beißenden Geruch hat. Und du siehst zwei Gestalten auf dem Kutschbock. Eine dreht sich zu dir um, eine junge Frau. Schaut dir in die Augen. Ah, er ist wach. Da hast du aber Glück gehabt, Jungchen.
Wie heißt du? Oskar. Oskar. Freut mich, dich kennenzulernen, Oskar. Ich bin Mora. Ich musste mal wieder die Augen schließen. So, und dann. Schließt wieder die Augen und öffnet sie im Hier und Jetzt. Dreht sein Gebetsbuch um und sieht auf dem Rücken des Gebetsbuchs im dicken Leder noch den Überrest des Säbelhiebs. Das Buch hat Osko das Leben gerettet. Osko, bist du da unten? Bringst du noch Wein mit hoch? Klar, gerne. Einen Moment, ich muss eben kurz noch die Flasche suchen. Und dann gehe ich noch einmal ganz sacht mit dem Finger über den Schnittrand. Dann verstaue ich das Buch wieder sicher. Oh, hier, der ist super, der passt zum Abend. Schnapp mir dann eine Flasche und leg kurz auf das Buch und dann. Ich komme sofort, einen Moment. Und dann, gehe ich wieder nach oben. Ein Trinkspruch empfängt Osko und reißt ihn aus den düsteren Gedanken. Und hier verlassen wir Osko Gerdenthal für heute. Ja. Der arme Osko. Da kam auch noch Rondra, ey. Das ist ja. Ja, hat sehr gut gepasst. Ja, schon gut. Ja, uff. Das war, der arme Osko. Mora hat Osko gerettet, vom Schlachtfeld quasi geborgen. Warum auch immer die Angreifer ihn da so haben liegen lassen. Ja. Und nun ist Osko im Neu-Ogrenwacht. Warum und wie er da hingekommen ist, können wir dann vielleicht bei irgendwann einmal während der gesamten Gruppe dann noch in Erfahrung bringen, denn es gibt noch einige Geheimnisse rund um Osko, die wir euch heute noch nicht erzählt haben. Aber ich denke, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, wie Osko tickt. Und vielen Dank, dass du mitgespielt hast. Ja, vielen, vielen Dank fürs Leiden. Das war wie immer toll. Ich hoffe, es hat auch dir einen kleinen Einblick in deinen eigenen Charakter verschafft. Ja, ist ja immer schön, auf jeden Fall. Einmal da reinzukommen, ne? Ja, auf jeden Fall. Am Anfang ist das erstmal noch, ist ein neuer Charakter, ist immer noch etwas ungewohnt, aber ich glaube, Osko und ich, das passt. Ich bin gespannt auf den Rest der Truppe. Ja, also wir haben ja heute auch ein paar wirklich, ein paar grundlegende Sachen ja schon festgestellt. Und Osko ist nicht so der Kämpfer vor dem Herrn. Auch wenn Rondra gezogen wird. Ja. Und immerhin Mut hat er. Osko wird wohl gezeichnet sein davon, dass er irgendwie versucht, seinen Glauben aufrechtzuerhalten, auch ohne Lehrmeister und mit dieser traumatischen Erfahrung irgendwie klarzukommen. Ja. Ja, und auch die Sache mit den Goblins und den Druiden fand ich irgendwie noch ganz lustig. Ja. Zu erzählen. Ja. Fand ich auch wirklich gut. Ich kenne mich ja immer noch nicht so gut in der Welt Aventurien aus und deswegen ist das auch für mich alles noch neu und so. Das, ist interessant, ich hatte mir die Zageweiten haben mir sehr viel Spaß bereitet. Ja, das haben wir gemerkt. Die haben mir aber auch sehr viel Spaß gemacht. Das sind illustre Gestalten auf jeden Fall. Ja, also der Chat hat schon geunkt, ob es nicht ein heimlicher Raja-Geweihter ist. Naja, nee. Nur weil es Raja-gefällige Bilder sind, ist es ja nicht ein Raja-Geweihter. Bestimmt, ja, bestimmt. Ja. Ja, cool. Dann für heute sind wir dann irgendwie durch, haben nun die dritte Gestalt in unserer Truppe irgendwie kennengelernt. In 2 Wochen geht es weiter und dann lernen wir einen weiteren Mitstreiter kennen. Dann wird es etwas finsterer, wenn wir uns dem Golgariten
zuwenden, der die Gruppe bereichern wird. Und gespielt wird vom guten Marot. Seid gespannt. Und ja, wenn ihr da draußen euch jetzt auf YouTube nachschaut, hinterlasst uns doch einen Kommentar, wie ihr es fandet. Ob ihr Osko gut kennengelernt habt. Wenn ihr Fragen habt an Osko oder so, dann schreibt das ruhig rein. Der Kaku beantwortet die dann nach bestem Wissen und Gewissen. Genau. Ohne irgendwas zu spoilern. Aber. Ohne was zu spoilern, ja. Ja. Genau. Und dann, ja, über Daumen und so freuen wir uns halt auch immer. Über jeden Kommentar natürlich sowieso. Ich gebe die immer alle schön weiter und empfiehlt uns gerne weiter. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auch auf, wie die Truppe dann in Kombinationen wirkt, weil es sind schon einige illustre Gestalten dabei. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Mhm. Ja, und dem Kakuha machen wir irgendwie auch Lust auf Aventurien jetzt. Ja, doch, so langsam. Also, solange man keine 3W20 würfelt, ist das schon ganz schön, ja. Kann man machen. Ja, hier, Alternativregeln und so, ne? Ja, okay. Ja, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen, Kaku. Und vielen Dank euch da draußen fürs fleißige Kommentieren. Wer war denn hier alles irgendwie noch da? Na, Ligra war da, Elanor war da, Zocknaf hat Hallo gesagt. Der Blubber, ne? Hallo, Blubber. Ja. Goriminus, das freut mich besonders, dass der mal reingeguckt hat. Oh, und der Gevatter meldet sich noch. Ja, der Gevatter auf jeden Fall. Dollard Power war auch kurz da. Sierra hat aus Frankreich gegrüßt. Ja. Oha. Gisli war da. Irgendwie sehr cool. Danke, danke, dass ihr dass ihr hier reingeschaut habt. Genau. Ich habe einen kochenden Zwerg und einen elfischen Waldläufer. Für was? Willst du noch dazukommen? Ja. Ich glaube, wir haben schon ein paar, wir haben schon einige. Aber Zwerg und Elfen haben wir noch keine. Ja. Vielleicht stimmt, begegnet ja. Ihr irgendwann einem kochenden Zwerg und einem elfischen Waldläufer. Dann frage ich den Zocknaf nochmal. Hm. Ja, gut. Vielen, vielen Dank fürs fleißig dabei sein. Wir hatten ja heute zu kämpfen mit dem EM-Finale als Konkurrenz, aber gut. Das stimmt, ja. Irgendwas ist immer, ne? Mhm. Ja, mir gut. Ja. Gibt es denn irgendwas, was in naher Zukunft, was der Kakko noch euch ans Herz legen kann, wo man ihn denn noch weiter stalken kann in seiner Rollenspielumgebung? Oh, da muss ich überlegen. Ja, man erkennt es ja in meinem Umfeld. Ich bin jetzt in einer eigenen Wohnung. Das heißt, ich muss noch ein bisschen gucken, was mit dem Setup ist. Also immerhin hat das mit dem Video hier schon ganz gut funktioniert. Ich denke mal, dass man mich nächstes Wochenende aber nicht so im Rollenspielkontext, mehr so wie im Miniaturbemal-Kontext sieht. Da probiere ich dann nochmal zu streamen. Ansonsten, rollenspieltechnisch, glaube ich, sieht man mich erst übernächste Woche, dann am Dienstag wieder. Oder ich vergesse gerade wieder was, das kann sehr gut sein. Es könnte am Mittwoch sein, warte mal. Am Mittwoch, glaube ich, da spiele ich, wie heißt das, Witchcraft and Wizardry. Schauen wir kurz nach. Genau. Im Rahmen der, jetzt noch dran erinnert, auf dem Kanal vom D-Rex, meine ich. Genau, vom D-Rex, da spielt, oder da leitet der Lucky Lucano, oder Lucano. Genau, da spielen wir ein bisschen in Hogwarts. Da, ja. Spielen einen etwas anderen Charakter auf jeden Fall, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das Ganze gibt es am Mittwoch bei D-Rex auf Twitch. Ja, schaut da mal rein. Und wir freuen uns dann in 2 Wochen wieder auf den neuen Charakter, der für diese Runde da ist. Elanor sagt schon, sie freut sich auch auf die gesamte Gruppe. Ja, vielleicht hat Osko ja auch ein bisschen was von diesem fröhlichen Zargeweihten und von den heimischen Travia-Geweihten gelernt und gibt das weiter. Hält die Fahne hoch für den Drei-Schwestern-Orden in der Rabenmark. Und wie das Ganze ausgeht, könnt ihr dann in den folgenden Wochen hören und sehen. Falls ihr übrigens sagt, irgendwie, ich schaue euch hier auf YouTube immer nach, aber irgendwie, ich brauche dazu das Bild nicht, könnt ihr auch mal gucken, wie ich habe das Ganze, bereite ich immer auch als Podcast auf und schneide dann immer ein paar Sachen noch raus und so. Sodass man es halt schön als irgendwie eine Art Hörbuch irgendwie hören kann. Sucht einfach mal nach Splitterdämmerung, Träume von Tod auf Spotify und auf iTunes
oder schaut auf www.derkoali.de, da gibt es das Ganze auch. Und dann habt ihr es als Hörversion und könnt es dann wahrscheinlich angenehmer irgendwie bei nebenbei irgendwo laufen lassen, als wenn ihr YouTube anhaben müsst, weil für YouTube macht sich ja auf dem Handy zum Beispiel immer zu, wenn man nicht Premium-Mitglied ist. Da ist es doch irgendwie in so einem Podcatcher oder so viel einfacher, sowas dann zu hören. Also das als Tipp, falls ihr das noch nicht entdeckt habt. Links dazu natürlich unten drunter. Gut. Genug Werbung. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Schade. Wobei. Aber da gucken oder da gucken. Mach das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.